Oh, ich freue mich so auf dieses Video hier. Meine Entschuldigung an UpRed 12. Alter, Mimi, danke schön, dass wir jetzt 54 Minuten AAA-Unterhaltung haben. Geil, ich freue mich, Alter. Abfahrt, wir gehen direkt rein. Zerstörung, was ist Zerstörung? Aber die Entschuldigung von UpRed, ich muss nichts erklären, ihr kennt den Hasen. Abfahrt, let's go, rein ins Video. Jetzt höre ich es aber. Ich höre sie. Die Lüfter von Mimi. Oh mein Gott, da ist er. Der Renderrechner, er dreht hoch. Mimi 12 ist in der Mache. Wow, mein neuer Lüfter hat sich echt gelohnt. Boah, Digga. Wirklich, jetzt schon steckt so viel Kreativität da drin, ne? Einfach dieses Jero-Staubsauger-Placement mit dem Electric-Slip anfangen. So Leute, das Allerwichtigste zuerst. Ich will eine Sache aus meinem letzten Video korrigieren. Ich hatte ja aufgezählt, wie oft UpRed sein Wort nicht gehalten hat, zum Beispiel bei den Roomtour-Ankündigungen. Und dann sowas gemeint wie, dass in Dubai keine Roomtour mehr kommen kann, weil er kurz nach dem Video wieder in Istanbul und kurz darauf wieder in Deutschland war. Und da schauen wir mal ganz kurz rein. Und da kam natürlich auch nie was. Ein paar Tage später war er dann auch wieder in Istanbul und kurz darauf wieder in Deutschland. Digga, auch das hier, dass einfach scheiß Bayern aus Deutschland raus ist. Ich liebe diesen Mann. Das sind so lustige Gags einfach. Das ist so geil. Ich liebe es. Und ich hol mir Stress, Raffaelos Gold, für das Video heute hier. Ich hab echt PMS, Alter. Ich esse so viel Schokolade letzten Tage. Dass er kurz nach diesem Video wieder in Istanbul war, aber erst dann nicht weiter nach Deutschland. Also, um genau zu sein, war er schon seit diesem Lastmäus in Ruhe Video hier nicht mehr in Deutschland. Digga, auch lass Mäus in Ruhe, ne? Gar nicht gut gealtert. Und auch da schauen wir kurz mal rein. Ich mache jetzt die Tage noch ein weiteres Video, wenn ihr Bock habt, okay? Zeige ich mal ein bisschen Roomtour, Wohnungstour etc. Ich bin da grad, hab ja gerade den ausländischen Hasen wieder aktiviert aus so den geschäftlichen Urlaubsgründen. Deutschland auf Dauer ist echt behindert langweilig, wirklich. Äußerst interessant, Prinz Puma. Geschäftliche Urlaubsgründe also. Ja. UpRed hat hier wieder gelogen, denn ich sag euch jetzt den wahren Grund. Und schnallt euch an, jetzt wird's richtig wild. UpRed hat seit anderthalb Jahren schon einen Haftbefehl. Geil. In Deutschland. Das Ganze geht noch zurück auf den Prank, wo er 2017 eine 7-monatige Freiheitsstrafe auf Bewährung bekommen hat und 200 Sozialstunden leisten sollte. Also einfach gesagt, UpRed kommt 7 Monate in den Knast, wenn er innerhalb von 3 Jahren gegen bestimmte Auflagen verstößt. Zum Beispiel, wenn er nicht die 200 Sozialstunden leistet oder irgendwie anders rein. Nein, er hat die nicht gemacht. Oh, das ist ultra dumm. Das ist ja übel dumm. Ein Scheiß. Ich habe mir im Zuge dessen auch nochmal den ganzen Fall auf OpenJur durchgelesen, wo nochmal steht, wie sehr die Betroffenen traumatisiert wurden und nicht mal darüber aufgeklärt wurden, dass sie gefilmt werden. Eine Betroffene hat sogar erst durch das veröffentlichte Video erfahren, dass das gar kein echter Anschlag war. Und UpRed wusste auch, dass er gar nicht deren Einverständnis hatte. Viele wissen vielleicht schon, dass seine geheuchelte Entschuldigung vor Gericht damals nicht akzeptiert wurde, weil er sich beim Abspielen des Videos im Gericht deutlich amüsiert hat. Es gibt aber eine Sache, die war selbst mir neu. Wusstet ihr schon, dass er sich während seiner Entschuldigung für den Prank vor Gericht damit gerechtfertigt hat, dass er aus Jenfeld kommt und eben einen anderen Humor habe? Ist das dumm, Alter. Ist das dumm. UpRed ist in seiner Welt natürlich wieder nicht schuld, sondern scheinbar der Humor in Jenfeld. 30 Sekunden habt ihr alle Zeit. Bleibt lieber. Ja, du siehst, wie diese Frau das lustig fand. Hahaha. Ha, ha. Scheiße, ich denke gerade, ich sterbe. Aber, was wert ist? Die Reaktion war heute mal wieder ultra lustig, Mann. Digga. Jedenfalls hat er in seiner Bewährungszeit wieder verkackt. Und da die Justiz in Deutschland teilweise ein bisschen lahm ist, wurde das Ganze Ende März 2023 rechtskräftig und UpRed hat einen Brief bekommen, dass er nun seine 7 Monate Haftstrafe antreten muss. Ist das geil! Der muss 7 Monate in den Knast? Abzüglich der 15 Tage, die er damals in Untersuchungshaft war. Ich darf kurz daran erinnern, er ist damals nicht zu seinem Gerichtstermin erschienen und kam deshalb 15 Tage in Untersuchungshaft. Also sorry, aber ich habe mit diesem Mann echt wenig Empathie, ne? Weil ich weiß ja, was der Carina alles angetan hat. Und ich mag Carina. Ist das geil. Untersuchungshaft bist du. Also sorry, aber ich gönne ihm 7 Jahre. Ach, 7 Jahre. Ich gönne ihm 7 Monate Gefängnis auf jeden Fall. 100 pro. Nächsten Termin. Laut UpRed hat er den ersten Termin verpeilt, weil ihn seine Mutter. Digga, der Typ kann nicht mehr nach Deutschland. Also Dubai hat kein Auslieferungsverfahren mit Deutschland. Ist das geil. Der kann aber nicht mehr nach Deutschland. Der kann generell kein EU-Land mehr. Mutter nicht dran erinnert hat. Warum ich in Haft war, ganz einfach. Ich habe einen Termin verpasst, sag ich mal in dem Sinne. Ich habe keine Ahnung, ich habe diesen Brief, diese Einladung gar nicht gecheckt. Meine Eltern auch nicht, normalerweise meine Mutter klärt das immer und... Auch geil, schön auf Mutter schieben, dass sie den Brief nicht geöffnet hat, ne? Macher. Sagt, welche Termine ich habe und wenn ich mal gelegentlich nicht aufstehe, zum Beispiel so einen Zahnarzttermin, dann haut sie mir 2 Dinge um die Ohren und dann bin ich auch pünktlich dort. Aber irgendwie, schicksalhafterweise, keine Ahnung, habe ich die Dinge jetzt nicht mitbekommen, meine Mutter jetzt auch nicht. Und das mit zwei... Wird bestimmt auch nur ein Brief gekommen, Brian. 23 Jahren. Ich bin schon einer, ich war schon sehr, sehr frühreif. Dieses Behinderte. Ja.
aber so eine Scheiße. Das beschreibt es eigentlich ganz gut. Nach der Vorladung, dass ApoRed nun die Strafe antreten soll, ist er jedenfalls abgehauen, hat Ende April dieses Video aus der Türkei hochgeladen und pendelt seitdem immer zwischen Istanbul und Dubai, weil er sich nicht dauerhaft in einem der beiden Orte aufhalten darf. Die Ehefrau und der Rest der Bedarfsgemeinschaft hockt seitdem allein im Sozialbau, während sich der strenggläubige ApoRed an Ramadan Katzenmädchen und Fuchsmädchen gönnt. Ist das asozial, Alter. Ist das asozial. Glaub an den Islam? Fremde Frauen bezirzt wie ein besoffener Brachiosaurus. Ich bin relativ schüchtern sogar, ne? Da kannst du sogar eine Paola fragen. Schüchtern am Strand flirtet. Ist das scheiße. Guck mal, hier hinten ist ein Gebetsteppich. So, das ist alles mit meinem Leben verbunden. An seinen muslimischen Berührungsängsten arbeitet. Ich bin gar nicht der Mensch dafür. Und sich als schüchterner Moslem plötzlich doch mit einer Frau alleine in einem Raum aufhalten kann. Aber ganz kurz, ich finde es auch schon irgendwie geil, dass er nicht nochmal nach Deutschland kommen darf, weil er instant gecatcht wird. Aber Englisch ist gut, ne? Also ich könnte wirklich auf Englisch wieder sowas machen, lustig. Ja, du kannst auch auf Englisch freestylen, habe ich gehört. Und das sogar mit Bravour. Besonders ehrenlos wird das Ganze, wenn man noch einbezieht, was hier KuchenTV und auch Ellotrix angesprochen hat. Komm hier zu mir, nach Dubai, nach East, nach Hamburg. Wisst ihr, was er gemacht hat? Er hat sich mal gemeldet. KuchenTV, Digga, du hast einfach einen kleinen Bro, wir beide haben Kinder. Klar, im Gegensatz zu dir kümmere ich mich auch um meins. Und logischerweise habe ich kurz vor Weihnachten dann nicht kurzfristig Zeit, mal nach Hamburg zu steppen, um da irgendwas abzuchecken. Wenn der hier einen auf dicken Multimillionär macht in Dubai mit seinem Fake Money, sitzt die Frau in Deutschland in der Hartz-IV-Wohnung mit den Kindern. Das ist ebenfalls auch in Kommentaren aufgetaucht und die haben tatsächlich... Ist das asozial, wirklich? Nicht unrecht, denn die beiden hier sind Kinder. Und ApoRed ist... Ist das asozial, Mann. Ah, yo! 2022 geboren, 2019 geboren. Kurz vor dem ersten Geburtstag in die... Digga, ist das ein ekelhafter Mensch. Boah, ich gönne ihn auch ein bisschen mehr als 7 Monate Knast, ne? Türkei abgehauen und seitdem nie wieder da gewesen. Weil der strenggläubige Moslem die Prioritäten scheinbar ein bisschen anders setzt. Vater des Jahres auf jeden Fall. Das muss der Humor jetzt... Was passiert, wenn der Perso verlängern muss? Keine Ahnung. Actually, gute Frage. Weil der ist ja immer deutscher Staatsbürger. Der ist ja kein Türke und auch kein, wie nennt man die Leute in Dubai? Arabische Emiraterer? Entfällt sein! Aber was behauptet ApoRed eigentlich, was ehrlich und persönlich seine Prioritäten im Leben sind? Die drei wichtigsten Sachen sind... Dubis. Sag dir ehrlich, die Dubis. Das ist einfach, also für mich persönlich, Gott, Familie und Freunde. Ja, das wird sein, Digga. Das wird sein. Lüge. Lüge, Lüge, Lüge. Naja, Anfang Mai 2023 wurde dann jedenfalls der Haftbefehl ausgelöst, weil ApoRed sich nicht gestellt hat und lieber flüchten wollte. Heißt, sobald er einen Fuß auf deutschen Boden setzt, wird er direkt festgenommen und in den Kerker geschleppt. Perfekt, der selbsternannte, cleane deutsche Bürger, so ein sauberer deutscher Mann, der nicht einfach so nach Deutschland kann, weil er hier nur Scheiße gebaut hat. Ach übrigens, ApoRed stand auch schon mit Komplizen oder Tatverdacht wegen Betruges. Das... Digga, woher hat Mimi diese ganzen Unterlagen? Das Verfahren wurde allerdings... Woher? Vorläufig eingestellt, weil sein Aufenthaltsort unbekannt war. Tja, hätten die mal Mimis Festplatte gefragt, diese Anfänger. Ich habe mit dem Opfer gesprochen, es ging da wohl darum, dass sich Zugang zu seinem PayPal verschafft wurde und darüber dann Flugtickets gebucht und auch Autos angemietet wurden. Oh nein... Dieser Ehrenlose. Leider kam es bei der Ermittlung aus den genannten Gründen noch zu keinem Ergebnis. Aber zurück zum Haftbefehl. Passt mal auf, was das jetzt auch bedeutet. Bevor jetzt wieder irgendein Kanisterkopf oder irgendein Goofy jetzt kommt und sagt, ja, das ist jetzt irgendwie gelogen wieder hier, habe ich mir ganz einfach gedacht, da kann jeder von diesen Streamer kommen und sagen, ey, da hat Red Safe gelogen und kann 20 Millionen drauf wetten. Und wenn ich recht habe, kriege ich die 20 Millionen. Wenn ich gelogen habe, 20 Millionen, no problem. Komm vorbei, komm nach Hamburg. Ich zeig dir meinen Kleiderschrank, mein Lieber. ApoRed, ich gehe die Wette mit dir ein. Ich komme nach Hamburg. Wir treffen uns Hamburg. Machen wir. Bring die 20k bitte in bar mit. Ich hätte so Bock, so ein bisschen Geld unter dem Kopfkissen zu haben. Dann schlafe ich gut. Machen wir, Bruder. Machen wir. Treffen uns Hamburg. Ich kann dich auch vom Flughafen abholen, so. Ich habe bald gutes, ich habe mir ein Auto geleast, so bald. Hole ich die Flughafen ab. Ist ein schönes, luxuriöses Auto. Ganz entspannt alles. Ich hole dich ab. So, dann musst du nicht mit deinem Opel liefern. Zeig dir Fahrzeugbriefe. Machen wir. Digga, ich zeig dir Autos von mir aus, was du willst, Digga. S-Klasse, E-Klasse. Hamburg, Flughafen, ich hol dich ab. Kannst auch woanders landen, kannst auch Düsseldorf, Frankfurt, wo auch immer du landen willst. Ich fahr dich nach Hamburg, kein Stress, du. Zieh dir, was du willst. Können wir machen. Denn für jede einzelne Sache
wo du sagst, ich schnacke 20 Mille, komm hier zu mir, nach Dubai, nach Eastie, nach Hamburg und trau dich. Los! ApoRed könnte diese Wette selber nicht mal eingehen, nicht nur, weil er gar kein Geld hat, sondern weil er auch gar nicht nach Hamburg kommen würde. Plus, meine Festplatte weiß, wo der Range Rover hier mittlerweile steht, den ApoRed zensiert als seinen eigenen präsentiert hat und ApoRed weiß nicht, wo der mittlerweile steht. Er könnte den Range Rover also auch nicht mal vorzeigen. Ist das geil, dass Mimi weiß, wo Apos angebliche Autos stehen. Den Lambo hat er auch vor Jahren schon verkauft. Wenn er den zeigen würde, wäre es auch nicht sein eigener. Und sowieso ergibt die Wette gar keinen Sinn, weil man nichts gewinnen kann. Man kriegt doch eh kein Geld von dem Brokey und wartet dann für immer auf der langen Gläubigerliste. Und außerdem ist er gar nicht in der Position, irgendwelche Ansprüche zu stellen, nachdem er ständig der Lüge überführt wurde und alle seine bisherigen Beweise und Argumente nachweislich immer kompletter Unsinn waren. Er ist im Zugzwang. Er wollte... Ich finde das so geil, dass er sein Nummernschild zensiert und es gar kein Nummernschild gibt. Wirklich, das ist so ein harter Gesichtsfick, ne? Geil. Er wollte alle immer von seinem angeblichen Reichtum überzeugen. Er hat Leute fertig gemacht, die weniger Geld hatten. Er hat den Kritikern unterstellt, einfach nur neidisch auf seine Immobilien, Fahrzeuge und Geld zu sein. Und jetzt macht er hier so einen Zirkus und verkompliziert alles künstlich, weil seine Brokey-Haftigkeit nicht zugeben kann. So tun, als ob er viel Geld hat, will er aber unbedingt weiterhin. Ich zeige euch alles. Millionen, Auto, Wohnung. Zu dem Video gab's auch schon mehr. Oh, Pitt, du musst die nächsten Tage echt viel schneiden, ne? Naja. Videos, die ihn wieder exposed haben. Dafür hatte der Bray 3 Wochen Urlaub jetzt. So haben ein paar TikToker und YouTuber wie Alpha Kevin, KuchenTV, Tobias Hoch und Charles gezeigt, dass ApoReds Büro eine verblüffende Ähnlichkeit mit Fairhards Büro hat. Auf den gezeigten US-Dollar-Noten gar keine Seriennummern waren, dass ApoRed das Auto gar nicht kaufen kann ohne Emirates-ID. Außerdem muss das sogenannte Salik-Tag gewechselt werden, wenn das Auto den Besitzer wechselt. Salik-Tags haben seit 2023 diese Farben. Und ApoRed fährt mit einem alten Salik-Tag rum, was eher dafür spricht, dass der Wagen schon vor Jahren angemeldet wurde. Die Videos sind unten alle verlinkt, checkt die gerne ab. Geil, Digga, dieser Mann hat so viel Infos, das ist unfassbar. Reds Konter darauf war mal wieder kompletter Müll. So hat er nochmal Geld gezeigt, nur halt komplett anderes Geld, welches gar nicht kritisiert wurde und abgeschritten, dass das Büro von Fairhard sei. Da haben auch andere jetzt gesagt, bezüglich des Offices, ne? Ja, es gibt auf jeden Fall den Fairhard, der Fairhard Dubai. Ja, das ist ein Kollege von mir, ein sehr guter Freund von mir. Ihr kleinen Klugscheißer, also will ich schon so auf Klugscheißer machen. Da guck doch mal ordentlich. Der Fairhard, der wohnt in einer anderen Etage. Wir sind zwar im selben Gebäude, aber der ist auf einer anderen Etage. Und wenn man da genau guckt, das ist ja alles schon anders. Einrichtungstechnisch ist vieles gleich, aber es ist anders. Und das sieht man doch. Dann denke ich mir so, Digga, sind die Leute irgendwie blind? Sind die Leute irgendwie wohnen in der Bühne? Und hier möchte ich jetzt gerne mit meinem Video anknüpfen, denn meine Fest... Okay, 8 Minuten 50 Revue passieren lassen. Da hat noch ein Video gesaved von Fairhards TikTok, was zufälligerweise auf seinem Profil verschwunden ist. Dort konnte man deutlich sehen, dass sich ApoRed sehr wohl in Fairhards Büro befindet. Das ist geil. Wenn man auf die Gebäude im Hintergrund schaut. Außerdem hat ApoRed genau die gleiche Stifte. Yo, es ist derselbe Textmarker. Es ist derselbe grüne Stift. Derselbe, ja, das weiß ich nicht gerade so. Edding, neon-orangener Marker, neon-grüner Marker, ein schwarzer Stift mit rotem Deckel. Und jetzt kommt das Beste. Geil. Diese Fahrradtischdekoration sieht man bei Fairhard und ApoRed. Das ist kacke. Ich würde sagen... Oh, ich liebe Mimi wieder so sehr. Fairhards Fahrrad hat ihn verraten. Auf Instagram demonstriert ApoRed nun sein Office Day, wo er einmal durchs Office läuft, sich 5 Minuten in der Reflexion filmt und danach am Strand mit Fairhard Brot fressen geht. Wie immer einmal ein sehr fleißiger Mann, immer am Hasseln. Komischerweise ist auch bei dem Office Day der Hintergrund der gleiche wie bei Fairhard. Und in diesem Livestream, wo Fairhard durchs Büro läuft, kann man exakt auch die Pflanze sehen. Die Pflanzen sind so gleich, dass man die sogar übereinander legen kann und es passt perfekt. Und wie der Zufall es so will, hat Fairhard im Livestream auch mit den fragwürdigen US-Dollar-Scheinen rumgebetet. Fazit, das ist nicht ApoReds Büro. Und man muss sich auch sowieso die Frage stellen, wozu braucht ApoRed ein Büro? Auf Englisch freestylen kann er doch auch von zu Hause. Und das sogar mit Gravur. Wie einige von euch bemerkt haben, konnte man in der Autoreflexion erkennen, dass Fairhard auch die Kamera bei ApoRed gehalten hat. Und da sind wir beim Thema Auto. ApoRed behauptet, sich diesen Wagen gekauft zu haben. Ich habe den Wagen wie ein Adam in Bar bezahlt. 450.000 AED. Den haben wir. Das ist ungefähr 110.000, 108.000 oder so. Und er fährt sogar damit rum? Wir fahren jetzt rüber in meine Wohnung. Wir fahren jetzt rüber in die Wohnung. Wir fahren jetzt rüber zu mir. Kleine Tour auf Süß. Das ist eine schicke Wohnung, wie man es kennt. Na, man hat da seine gewissen Maßstäbe, die man halten muss. Let's go! Gehen wir rüber zur Wohnung.
So, das ist Haus, in dem ich schon seit letztes Jahr lebe. Wir gehen mal rüber. Er ist also bis zu seiner Wohnung gefahren. Und da habe ich es mir nicht nehmen lassen und mal nachgeschaut, welchen Weg er genau gefahren ist. Hier waren die im Parkhaus von der Dubai Marina Mall, wie man an den Fenstern, an den orangenen Teilen an der Decke und an den Säulen erkennt, die es in weiß, türkis und rosa gibt. Hier sieht man auch den Innenbereich der Mall. Auf Google Maps befindet sich die Dubai Marina Mall hier, von der ApoRed angeblich zum J1 gefahren ist. Oh nein, ist es, glaube ich, direkt daneben oder was? Was sich auf Google Maps hier befindet. Ah, okay, nee, doch nicht daneben. Ihr könnt... Übrigens ganz kurz, super lange her, aber ich habe mal genau hier Urlaub gemacht. Und ich habe in diesem Wasserpark, bin ich Wasserbahn gefahren. Zu meiner Verteidigung war 15. Ich finde, da durfte ich noch. Ich hatte gar keine Ahnung, was in Dubai abgeht. Könnt euch vielleicht schon denken, worauf das... Ich finde auch tatsächlich, darf man in Urlaub Dubai Urlaub machen. Ich finde, sich das mal angucken und sowas, das ist eine andere Sache als dahinziehen. Also da bin ich gar nicht so, dass ich das jetzt Leuten da verbieten will oder sowas. Weil sich Dinge reinziehen und wissen, okay, das ist nicht geil. Ja... Kannst du mal machen, aber hinziehen und das Ganze, den ganzen Bump so richtig hart supporten mit ich wohne da und lass meine Meinungsfreiheit einschränken, da bin ich kein Fan von. Gleich hinauslaufen wird, aber es ist noch viel dümmer, als ihr alle denkt. Der Start war, wie gesagt, im Parkhaus. Aber ich habe auch nicht vor, Rad nach Dubai zu fahren. Ich sag, es ist nur mein Ding so, meine Meinung, wenn man mal Urlaub machen will. So, natürlich unterstützt man den Start mit Tourismus und so, ganz klar. Aber ich finde, es ist ein großer Unterschied, ob man sich jetzt einmal was anguckt oder ob man halt da, ja, hinzieht. Aus der Marina Mall, anhand der Gebäude im Hintergrund, sieht man, dass er dann nach rechts gefahren ist. Wie gesagt, muss man ihn so schützen, aber ich habe auch nicht vor, dahin zu ziehen, Freunde, also keine Sorge, dahin zu reisen nochmal, weil ich war ja mit 15 einmal da und falls voll scheiße, weil es viel zu heiß war. Ich meinte nur auch für andere Leute, dass ich da nicht denke, okay, du hast in Dubai übergemacht, oh mein Gott, du bist der schlimmste Mensch der Welt. Da bin ich nicht so der Fan von, aber es kann auch jeder anders sehen, Freunde, das könnt ihr komplett anders sehen, das ist komplett fein. Als er ungefähr... Aber Bruder, ganz kurz. Aus der Marina Mall, anhand der Gebäude im Hintergrund, sieht man, dass er dann nach... Ich dachte, Dubai ist so, ah, okay, ich dachte kurz, das wäre hier so Müll. Und ich dachte so, Dubai ist so sauber, alle sagen immer alle. Und hier liegt einfach so voll viel Müll rum. Immer 26 Grad. Bro, in Dubai, als ich da war, waren 70 Grad in der Sonne. Und 50 Grad im Schatten. Ich bin ins Meer gegangen und es tat weh, weil es zu heiß war. Das Meer war zu heiß, um reinzugehen. Hast du schon mal am Meer erlebt, was zu heiß ist, um reinzugehen? Es war richtig Arsch. Gefahren ist. Als er ungefähr auf der Höhe dieses Hauses war, ist er nochmal nach rechts abgebogen und hier reingefahren. Da sieht man dann diese Säulen mit der Fensterreihe. Und dann ist er weiter geradeaus auf die Al-Khabi Street Brücke gefahren. Bisher haben wir jetzt diesen Weg zurückgelegt. Dann gab es vorübergehend keine Aufnahme, bis sie an diesem Spot rausgekommen sind. Wo man im Hintergrund löst. Das ist geil, Alter. Rä fließt, kurz danach Tiger und kurz darauf ist er da. Und muss nur noch die Straßenseite wechseln. Und ich würde sagen, sehen wir uns gleich. Let's go. Let's go! Gehen wir rüber zur Wohnung. Ich habe anhand des Zebrabordsteins, den Bäumen auf dieser Erhebung und den Gebäuden... Digga, ist das geil! Mann, dieser Mann hat Google Maps durchgespielt. ...rausgefunden, wo der da war. Und jetzt passt auf, an der Stelle kann man gar nicht einfach so parken, weil das eine Einfahrt zu der Marina Mall ist. 70 Euro und einen Punkt. Die Leute denken, die können parken, wie sie wollen. Aber das, was ich hier eigentlich sagen will, ist, ApoRed ist einmal im Kreis gefahren. Von der Marina Mall zurück zur Marina Mall. Er ist also nicht den Weg zum J1 gefahren, sondern... den Weg. Macher. Let's go. Gehen wir rüber zur Wohnung. Ja klar, lass kurz die Straßenseite wechseln. Über 5 Stunden bei einer Distanz, die länger ist als ein Halbmarathon. ApoRed macht einfach arabischen Jakobsweg zum Airbnb. Aber wem gehört der Wagen jetzt nun? ApoRed hat sich ja größte Mühe... Boah, ich bin gespannt, wem gehört der Wagen? ...Mühe dabei gegeben, dass man das Autokennzeichen nicht sieht. Auch in seinem Musikvideo war es zensiert, wurde rausgeschnitten oder ApoRed hat sich da vorgestellt. Allerdings kann man für einen kurzen Moment eine 3 erkennen und in einem einzigen Frame zumindest eine 0 erahnen. Okay, das merken wir uns kurz. Lasst uns jetzt nochmal in das verschwundene Fährt-Video schauen. Da liest man im Hintergrund etwas von der Orantius Real Estate Firma. Geht man dann auf deren Instagram-Seite, so kann man in einem Reel exakt den Wagen mit dem vollständigen Kennzeichen... Mann, nein. Mimi hat's wieder getan. Er hat's wieder getan, Digga. Ist das geil. Sehen. Durch das Kennzeichen und ein paar Kontakte über ein paar Ecken zur Polizei in Dubai konnte ich rausfinden, auf wen dieser... Wo hat dieser Mann jetzt Kontakte? Zur Polizei in Dubai her. ...der Wagen läuft. Es ist nicht ApoRed und es ist übrigens auch nicht Ferhat, sondern der über 70-jährige Ralf Jung. Den werden die meisten von euch vermuten. Und woher hat Mimi den scheiß Personalausweis und den Ausweis von Arabischen Emirate von fucking Hans Jung oder Ralf Jung? Woher? Woher? Er hat einen Ausweis. Das sind so krasse Infos,
die man nicht rumsenden sollte. Weil die Ausweisnummer kannst du richtig viel Scheiße mit anfangen. Wirklich nicht kennen? Ist das krank, Alter. Die Justiz kennt ihn aber, weil er mehrfach und auch viele Jahre im deutschen Knast saß, in der Presse als bekanntester Betrüger Kölns betitelt wurde und der Richter ihn scheinbar vor über 20 Jahren schon als völlig unbelehrbaren Wirtschaftskriminellen bezeichnet hat. Das ist geil. Das heißt, ApoRed hängt mit einem Wirtschaftskriminellen rum. Das ist geil. Er hat zig Millionen aus Leuten rausgescampt und in Deutschland auch schon Berufsverbot bekommen. Er war unter anderem im Finanz- und Immobiliengeschäft tätig, hat sich von Kredit- oder Immobilieninteressenten Geld zahlen lassen, die Verträge danach platzen lassen, das Geld aber behalten bzw. in Luxus gesteckt, Autos und Reisen. Seit einigen Jahren hat er sich in Dubai niedergelassen und macht von da seine Geschäfte, zum Beispiel mit der Firma namens Infinity Group, wo Ferhat übrigens als Sekretär angestellt ist. Wenn wir uns auf der Infinity Group Webseite umschauen, sehen wir, dass die Firma verschiedene Dienstleistungen anbietet. Sie helfen vor allem bei der Planung und Finanzierung von Unternehmen und Projekten. Und da ich irgendwann mal auch so ein krasser Entrepreneur wie ApoRed werden will und auch sechs weitere ernste Unternehmen führen will, dachte ich mir, wo geht das besser als bei ApoReds neuen Freunden in Dubai? Ey Freunde, ich muss übel pissen, aber ich bin so gespannt, wie es weitergeht. Mach keinen Bums, okay? Ich bin gleich wieder da. Und hol euch alle was zu trinken. Stay hydrated. Mein Interesse wurde direkt geweckt. Ich war beeindruckt, was für tolle Projekte schon von der Infinity Group realisiert wurden. Erneuerbare Energien in Südafrika. Stellt sich raus, dass das ein Stockfoto aus Dänemark ist. Das Luxushotel in Nigeria ist in Wahrheit ein bekanntes Resort in Indonesien. Digga, das sah aus wie so ein Ding, was ich kenne auf Bali. Aber ich glaube, die sehen alle gleich aus. Der Supermarkt in Indien ist eigentlich ein Stockfoto aus Argentinien. Das ist kacke. Die scammen wahrscheinlich einfach, oder wie? Diese Mall in den Philippinen ist ein Stockfoto von der Shopping City Süd in Österreich. Man kann sogar hinten Douglas sehen. Douglas gibt's nicht mal in den Philippinen. Hier wurde noch ein 5-Sterne-Hotel in Indien gebaut. Komisch, das ist auch nur ein Stockfoto. Ich habe mir mal die Mühe gemacht und den Fotografen kontaktiert, um zu fragen, wo er denn das Bild geschossen hat. Und der meinte, in Polen. Und da bin ich mal in alter Mimi-Manier auf Street View gegangen, um mir mal das mittlerweile fertige 5-Sterne-Hotel anzuschauen. Seid ihr bereit? Geiles 5-Sterne-Hotel. Ja genau, so stelle ich mir ein 5-Sterne-Hotel in Indien vor. Hey, lass mich in Ruhe auf die Straße scheißen. Und selbst die Inder schätzen die Arbeit von polnischen Gastarbeitern. Klasse. Oder wie findet ihr eigentlich die elektrischen Motorboote aus Vietnam? Das Foto gibt's seit 2006 auf iStock. Da gab's die Infinity Group überhaupt noch gar nicht. Scheinbar haben die sogar erfolgreich... Ist das kacke, Alter. ...in Zeitreisen investiert. Das Agricultural Project in Ghana ist ebenfalls ein Stockfoto aus Bulgarien. Und generell sind die ganzen anderen Projekte auch einfach nur Stockfotos. Klingt nach einem sehr seriösen Unternehmen, welches allerlei Projekte... Ich war sogar in der Shopping City. Geil. ...unterstützt. Den vertraue ich gerne mein Hab und Gut an. Besonders geil finde ich ja, dass die eine Expertise in Marketing, Research und Analyse haben. Und dann sind die so smart, dass sie mit ApoRed connecten. Die wollen ja quasi komplett freiwillig Bekanntschaften in der Festplatte machen. Also so schlau war bis jetzt nur Lukas, der noch einen Ehrenplatz im nächsten Entschuldigungsvideo bekommt. Deswegen abonniert gerne meinen Kanal. So könnt ihr am Ende auch vor anderen damit angeben, dass ihr Mimi schon kanntet, bevor er Fame war. Denn darum geht's. Mit Glocke abonniert, Bruder. Mit Glocke abonniert. Im Leben. Ansonsten wünsche ich Ferhat aber natürlich viel Erfolg auf Social Media mit seinem gekauften 400.000 Follower-Account, den er zu einem Ferhat-Fan-Account umbenannt hat, aber vergessen hat, den alten Content vom eigentlichen Creator zu löschen. Ist doch. Er hat 468.000 Follower, aber 99.000 Likes? Ich glaube auch. Ich glaube auch. Auf jeden Fall ein sympathischer Start, wenn man einen Fan-Account von sich selber führt, um sich selber aus der Fan-Perspektive vor 400.000 Followern zu promoten, die gar keine Fans sind. Der Bro ist. Einfach arabische Lurky Girl. Aber kommen wir mal zurück zu ApoRed. Viele fragen sich natürlich, wie er denn trotzdem so einen Lifestyle in Dubai führen kann. Das ist ganz einfach. Das Büro ist nicht seins, das Auto ist nicht seins. Das Teil wird eh schon unter den Shisha-Moslems rumgereicht, damit... Das ist kacke. Reicht, damit jeder von denen mal 5 Minuten ein Erfolgserlebnis simulieren kann. Das Geld ist nicht seins und aus welcher Art von Geschäften das Geld überhaupt stammt, ist für mich mindestens mal fragwürdig. Räusper, räusper.
Ah ja, Ralf Jung, Alter. ApoRats krasse Balkonaussicht ist komischerweise die Aussicht aus Ferhats Wohnung. Das ist auch die Aussicht bei dem Multimillionär-Musikvideo, wo er die Gardinen bedient, als wären es Frauenbeine, die nicht von Fahima sind. Auf dem Dach des Hauses wurden dann noch die Pool-Szenen für das Musikvideo gedreht, wo er sich dann noch für eine Instagram-Story besonders geil fühlt mit seinem Pseudo-Luxusleben. Im Glauben, dass keiner merkt, dass er durch Ferhat mal kostenlos im Pool planschen durfte. Oder sein super exklusiver Kaffee, den er natürlich auch mit seinem Sugar Daddy getrunken hat. Das war scheinbar für ApoRed so etwas Besonderes, dass das Koffein schon beim bloßen Ansehen des Kaffees reingekickt hat. An Ferhats Seite darf ApoRed auch mal ans Steuer und sich freuen wie ein 12-Jähriger, dessen Traum erfüllt wurde. Nur nicht beim Rolls Royce, da hat's nur für ein Foto vom Beifahrersitz gereicht. ApoRed sagt, die Wohnung kostet monatlich ca. 3.700 Euro im J1. Der ganze Hase. Aber TJ, wenn du ehrlich bist, wer schaut nach deinem Stream noch Mimis Video? Boah, das wäre jetzt voll das lange Thema. Aber ich kann dir so sagen, Reactions bringen dem Content Creator schon noch was. Es ist voll das lange Thema. Da hat Rob Bubble mal ein Video drüber gemacht, über Reactions, was sie einem bringen. Und die bringen einem immer noch was. Sonst würde man es ja komplett verbieten. Aber durch Reactions werden viele Leute auf den neuen Artist wieder aufmerksam. Hundertprozentig. Aber guck dir Rob Bubbles Video an. Der hat dann ein ganz großes, gutes Video drüber gemacht, über Reactions. Und was die dem Original Creator bringen tatsächlich. Ist gemietet und kostet mit allen Kosten rechts, links, overall 15.000 Dirham. Das entspricht so, ja, 3.750 Euro. Das mag zwar sein, dass es der Monatspreis ist, aber wer sagt eigentlich, dass er überhaupt einen Monat drin war? Wenn man zum Zeitpunkt des Videos auf Airbnb gegangen ist und diese Wohnung gefunden hat, konnte man sehen, dass die Wohnung wenige Tage später wieder frei war. Und ein paar Tage später hat er auch aus einer neuen Location gepostet. Man hat immer wieder diesen Pool gesehen, der hat den ungelogen so dermaßen oft gepostet, dass ich irgendwann aufgehört habe, den Scheiß überhaupt zu speichern, weil es immer das gleiche war. Stellt sich heraus, dass ApoRed scheinbar wieder bei anderen Leuten gepennt hat. Denn exakt den gleichen Pool gibt es zeitgleich bei Daniel zu sehen. Oh nein. Der hat dort auch seinen Geburtstag gefeiert und ein paar Tage später hat dort auch Roxana ihren Geburtstag gefeiert. Die hat ebenfalls ständig Stories von dem Pool gepostet. Hier nochmal, hier nochmal, hier nochmal, hier nochmal, hier nochmal, hier nochmal und hier nochmal. Ach, und Selina hat auch ständig diesen Pool gepostet. Hier zeigt uns ApoRed sein schickes Badezimmer. Das ist zufällig auch das Badezimmer von Roxana, wie man anhand der Lampe und der kreisförmigen Architektur im Hintergrund erkennen kann. An dieser Stelle vielleicht kurz ein paar Worte an Roxana, weil sie ApoRed in den Kommentaren verteidigt hat. Jemand schreibt, dass ApoRed in Deutschland Schulden hat und sobald er wieder nach Deutschland kommt, damit wieder konfrontiert wird. Daraufhin behauptet Oxana... Okay, nein. Und dann, ich dachte, das wäre einfach nur so ein Girl, was vielleicht ein bisschen naiv ist, ein bisschen sich aber auch auf Leute eingelassen hat und einfach eine gute Stimme hat, weil die kann ja gut singen. Aber nein, bitte verteidige ihn nicht. Nein, bitte Sana, nicht. Sana, er ist oft in Deutschland und nichts passiert. Oh nein. Oksana, sei einfach nur naiv, aber lüg nicht. Sei so wie ich. Ich bin auch ein naives Opfer. Übrigens ganz kurz, falls ihr mich fragt, zum Anni-Thema kommt noch kurz ein Abschlussvideo. Ich werde das nicht so umgestehen lassen, aber ich kann einfach nur sagen, ich war beim ersten Anni-Video ein scheiß naives Opfer, war da so, ach krass, da hat sie einen Punkt, übel dumm. Und später war ich so, ja, jetzt bin ich aber überkritisch bei Mauki, auch übel dumm, weil man damit so zweierlei Maß messt. Und das tut mir auf jeden Fall leid, das war einfach scheiße von mir, es tut mir leid, es war voll nicht gerechtfertigt. Aber mache ich nochmal ein Video darüber, was da schiefgelaufen ist. Aber hier schon mal nochmal ein Sorry, weil das war echt scheiße von mir. Komisch! Nicht alles steht im Internet, also könnt ihr nicht das Wissen haben. Ich weiß. Okay, wenn Mimi das Wissen, also wenn Mimi hat das Wissen, Oksana. Mimi hat das Wissen. Ich weiß echt nicht, wie du darauf kommst, dass er oft in Deutschland ist. Entweder hast du dir das ausgedacht oder er hat dich angelogen. ApoRed war seit anderthalb Jahren nicht mehr in Deutschland und mit diesem Video hier ist sogar sein Haftbefehl öffentlich. Es gibt kaum eine Person, bei der es so viele Dokumente und Beweise ins Internet geschafft haben. Aber nicht alles steht im Internet, also könnt ihr nicht das Wissen haben. Halt's Maul. Oder... Den Kommentar hier fand ich auch mega. Einer fragt zynisch, kannst du Tipps geben, wie man an Geld von insolventen Schuldnern kommt? Die smarte Oksana antwortet, einfach eigenes Geld verdienen. Mann, du Dumpfbacke, die ganzen Leute und Firmen haben ihr eigenes Geld verdient, aber ApoRed hat ihnen dieses Geld nicht gezahlt, nachdem er deren Leistung in Anspruch genommen hat. Deswegen schuldet er ja so vielen Leuten Geld. Oksana, wie fändest du das eigentlich, wenn ich mir ganz viele Make-up-Produkte von dir hole und mich richtig schön auftakel? Aber statt dir das Geld zu bezahlen, sage ich einfach, hä? Verdien doch dein eigenes Geld.
Oh nein, Oksana, nein! Aber zurück zum Thema. Das ist übrigens auch Selinas Badezimmer. Eventuell ist es auch die, die bei Oksana im Hintergrund ist. Oder vielleicht ist es auch eine zusätzliche Person. Leute, ich habe keine Ahnung, zu wie viel die zusammengepfercht in dieser Wohnung hocken. Aber es scheinen einige zu sein. Und scheinbar geht täglich jeder von denen mal raus zum Pool, um kurz eine Story für Social Media zu machen. Ein paar Tage später postet Daniel aus einer neuen Location und macht eine wunderschöne Kamerafahrt auf den Balkon. Die gleiche Kamerafahrt gibt's dann am Abend bei ApoRed zu sehen. Wiederum gibt's ein paar Tage später bei Daniel diese geile Location zu sehen. Zeitgleich postet Zenita aus exakt der gleichen Location, was man anhand von allem erkennen kann. Selina darf in der Location natürlich auch nicht fehlen. Und dann ist ApoRed an der Reihe und darf einmal durchrennen und die... Hä? Ich glaube, die haben einfach so eine Airbnb-Group, wo die einfach so sich so Airbnb mit 10 Leuten mieten und jeder seine Aufnahmen machen kann. Location für sein Pseudo-Luxus-Leben auf Instagram filmen. Aber bei einem... Digga, ist das fake. Und Oksana will nämlich auch nochmal filmen. Die filmt dann nochmal diese geile Balkonaussicht. Das ist der Dubai-Lifestyle. Dann kommt Zenita wieder und sagt, geh beiseite, Oksana, jetzt bin ich wieder dran. Schaut mich an, ich gehöre zur High Society mit... Das ist so traurig, Alter. Das ist so traurig. Mitten in der Wüste. Meine Fans sind noch fetter und verschwitzter als... Genau, Reaction-Livestreams davon ausgenommen, so wie ich das verstanden habe. Weil ganz viele haben schon auf das Video reagiert, aber noch nicht hochgeladen natürlich. Die von Ani the Da. Aber wird, das ist so wack, ne? Am nächsten Morgen postet Daniel dann diese Kamerafahrt. Wow, ApoRed denkt sich, cool, das will ich auch mal genauso filmen. Abends filmt Daniel dann noch das Feuerwerk. ApoRed sagt, geh beiseite, Daniel, jetzt will ich das genauso filmen wie du. Anhand der unveränderten Gegenstände auf dem Balkon sieht man, dass sie da quasi hintereinander gedreht haben. Ist das geil. Aber wahrscheinlich standen alle immer in einer Reihe und haben dann jeweils ihren Luxus-Lifestyle für 30 Sekunden auf Instagram zelebrieren. Ich will auch gar nicht wissen, zu wie viel die da wieder zusammengewohnt haben. Die verlinken sich ja nicht gegenseitig. Entsprechend habe ich da bestimmt auch Instagram-Stories von weiteren Bewohnern verpasst. Mich würde es nicht wundern, wenn da sogar Sita Gupta mit drinne gewohnt hätte. In der J1-Wohnung war übrigens zur gleichen Zeit wie ApoRed auch Selina und hat ein Video vom Balkon gepostet. Ich weiß natürlich nicht, ob die Handabdrücke auch von ihr stammen. Ich habe es aber geografisch geprüft. In Richtung Mekka wurde da jedenfalls nicht gebetet. Hui, ich schwöre bei Allah, meinem Gott, ich gehe freiwillig in die Hölle. Okay? Kein Problem. Feuer, bitte. Ich liebe die Gags von Mimi, ich liebe sie. Feuer bekämpft. Übrigens, in der Türkei hat sich ApoRed auch schon Wohnungen mit anderen geteilt. Ansonsten sind wir jetzt wieder in einer neuen Airbnb. Hier ist übrigens mein Zimmer. Ich kann euch die Airbnb mal. Hier ist noch ein Zimmer. Das ist das Zimmer von Reddity nochmal. Ach, und mein Punkt ist, by the way, nicht, dass er sich mit anderen was teilen muss, sondern die Tatsache, dass er es nicht zugeben kann, weil er reich aussehen will. Aber jetzt kommt der Knüller. Der Multitrilliardär ApoRed hat seinen Anteil damals scheinbar nicht mal bezahlt und bis heute auch nicht seine Schulden bei Cham beglichen. Oh nein! Nein! Er hat quasi dieses Luxusleben gefaked und zahlt nicht mal seinen Fünftel Airbnb-Anteil, seine paar Euronen da, sondern... Na, ist das Kacke, Alter! Und jetzt kommen wir zu ApoRed und meine Herausforderung an dich. ApoRed, der allerechte Multimillionär, habe ich kennengelernt. Ich war mit ihm gemeinsam in Istanbul, habe eine Airbnb gebucht. Diese Airbnb habe ich bezahlt. Er meinte, er wird mir das Geld geben, weil er gerade nicht über Internet bezahlen kann. Dies, das, bla, bla, bla. Größte Red Flag schon direkt am Anfang. Warum auch immer, weil wenn man ja so ein Multimillionär ist, sollte das ja eigentlich gar kein Problem sein. Aber es war ein Problem für ihn und er konnte mir das Geld bis heute nicht bezahlen. Es geht nur um ein paar hundert Euro, Leute. Und ich bin auch, und mir ist das Geld auch egal. Also ganz im Ernst, so Gott sei Dank, mir geht's gut, Alhamdulillah. Aber es ist einfach eine Prinzipsache, ob 200 Euro, 2 Euro oder 2000 oder 2 Millionen. Ja, ja, übel. Am Ende des Tages schuldest du mir Geld. Du bist sogar bereit dazu, mit diesem Geld, was du mir schuldest, einfach zu sterben. Und ich will nicht wissen, wie viele Leute du verarscht hast in deinem Werdegang, wie viele Leute du irgendwas vorgespielt hast, weil ich habe in dieser Woche gesehen, was für einen Charakter du hast und wirklich zu den Top 3 schlimmsten Influencern, die ich je kennengelernt habe. Ist das krank, Alter. Das wird auf jeden Fall auch ApoRed. Oh, ich gönne dem Bruder echt mal ein bisschen Knast, Alter. Das klingt so asozial, ne? Aber ich glaube, es tut ihm gut. Ich glaube, actually, das tut ihm gut. Ich glaube, der Bre muss mal ein bisschen geerdet werden. Ich glaube, der muss mal wirklich... kurz mal eine Scheißzeit haben, eine richtig Scheißzeit. An sich wünsche ich mir ja Verbesserungen. Also ich bin jetzt kein Fan von ApoRed. Und die Sachen, die ApoRed gemacht haben, die sind, viele sind unverzeihlich. Aber ich sag mal so, wenn es eine positive Entwicklung geben würde, auch bei einem ApoRed, würde mich das natürlich freuen. Weil es geht ja nicht darum, Leute zu zerstören, es geht ja nicht darum zu sagen, du musst für dein Leben lang unglücklich sein und ich wünsche dir nur Schlechtes. So, natürlich... Man kann auch Leuten eine schlechte Zeit wünschen, safe, das ist kein Problem so. Aber an sich will man ja
dass Leute sich verbessern. Und das ist ja der Grund von Kritik. Bei ein paar Leuten sehe ich, der Zug ist abgefahren. Ich fürchte, bei einem Upred ist der Zug auch abgefahren. Aber ey, wenn er mich von was anderem überzeugt, dass er immer cool wird, glaube ich zwar nicht, aber würde mich natürlich freuen. Red in die Top 3 direkt rein. Naja, wie dem auch sei. Meine Herausforderung jetzt an dich, Red. Wenn du ein Mann bist und ein paar Eier in der Hose hast, komm und tritt gegen mich an im Ring am 25.08. in... Das ist geil, einfach Boxkampf. ...in Hamburg, in deiner Stadt. Ich meine, am Ende des Tages, du bist doch 1,90 groß und wiegst 100 Kilo. Du wiegst 30 Kilo mehr als ich. Ich bin 70 Kilo Mann, 1,81 groß. Also... Sollte das doch kein... Also actually, das ist ein sehr unfairer Kampf, aber er kann ja nicht nach Hamburg, ne? ...Problem für dich sein. Und auch beim Thema Frauen gab es scheinbar Diskrepanzen. Als ich ihm meine ehrliche Meinung ins Gesicht über ihn gesagt habe, konnte er die Wahrheit nicht verkraften, weil er mit Menschen und Frauen unglaublich schlecht umgeht und Frauen verarscht, Hauptsache, damit er an sein Ziel kommt. Und er hat nichts anderes im Kopf, außer jeden Tag nur Frauen, Frauen, Frauen. Ich sag zu ihm guten Morgen. Boah, Alter. Morgen, und er zeigt mir schon direkt irgendwelche Weiber. Ey, Bro, schreib die an, schreib die an. Und ich meinte zu ihm, Bro... Das ist nicht meine Art. Ich habe keine Zeit und Kraft für sowas. Ich muss arbeiten und so. Ersten Abend dachte ich mir, okay, können wir... Ich wäre auch dauernd für einen Kampf mit Upred. Upred, ich fordere dich raus. Datum ist mir scheißegal. Boxkampf, auch gerne in Hamburg. Du bekommst neben den, was man irgendwie so verdient beim Kampf, gebe ich nochmal 10.000 drauf. Können wir machen. Komm, wir machen 20. Komm, wir machen 20. Bin ich down. Sag mir einfach nur, Datum, bin ich dabei. Wir weg. Aber in Hamburg. Oder in einer anderen deutschen Stadt. Machen wir. Jeden zweiten Abend, dritten Abend, jeden Tag. Auf einmal merke ich, der Typ ist jeden Tag derselbe. Und wenn er wenigstens ehrlich zu diesen Frauen wäre, dann hätte ich kein Problem damit. Aber wenn man gleichzeitig noch... Das Ding ist, meine Freundin ist unfassbar dagegen, dass ich jemals einen Boxkampf mache. Aber ich glaube, da wird sie mir erlauben. Frauen verarscht. Dahinter kann ich nicht stehen und werde ich niemals stehen. Und dementsprechend habe ich ihm meine ehrliche Meinung ins Gesicht gesagt. Also ganz kurz, ich würde 20.000 zahlen, damit Upward 7 Monate Haft geht. Würde ich machen. Lass Boxkampf machen, danach gehst du Haft. Ich würde 20.000 zahlen. Vielleicht als Hintergrundinfo, Younes Amiri hatte bei einem anstehenden Boxkampf gegen Cham gekniffen und Cham hat sich Upred als neuen Gegner gewünscht. Am Ende des Tages haben diese Menschen mir sehr viel Zeit, Kraft, Energie und Nerven geraubt und mein Geld am Ende des Tages auch geraubt. Und sie hat mir geschrieben, würde sie nicht. Aber Maus, wenn er dafür 20 Jahre, dafür 7 Monate Knast geht, ich mache Boxkampf gegen ihn und er geht in 7 Monate Knast. Ich finde der Outcome dafür, dass ich dann entspannt gewinne, ist doch eigentlich gut. Und ich hör besser auf deine Freundin. Ja, ich hab, auch wenn ich mir Tipps von Freunden hole, ne? Das allermeiste, was ich von den Leuten höre, die lange in der Beziehung sind, sagen einfach so, gib ihr einfach recht. Gib ihr einfach recht, es lohnt sich nicht. Was schreibt sie? Nein, trotzdem nicht. Scheiße. Ich weiß, dass du das Geld nötig hast, Red, also kämpf gegen mich am 25.08. in Hamburg. Ich meine, du kriegst eine ordentliche fünfstellige Summe und das würde dir auch gut tun. Und damit werden deine Schulden auch bei mir beglichen, allein wenn du diesen Kampf machst. Ich möchte auch kein Geld mehr von dir. Ich möchte einfach nur, dass du gegen mich kämpfst. In diesem Sinne, das war meine Herausforderung an dich. ApoRed hat daraufhin nur gesagt, dass er keinen Kampf... Hab gehört, man wird automatisch Insolvenz, wenn man zu lange mit ihm im Raum ist. Kampf unter 150.000 Euro macht. Er weiß, dass eh keiner so viel Geld für einen irrelevanten Mietnomaden ausgibt. So kann er den Boxkampf ablehnen, ohne zuzugeben, dass er sowieso gar nicht antreten kann, weil er erstmal vorher in den deutschen Knast müsste. Aber zurück nach Dubai, was ist da eigentlich noch passiert? ApoRed ist plötzlich einen Range Rover gefahren, obwohl er doch kurz davor den Brabus gekauft hat. Und jetzt achtet auf die Uhrzeit, keine 20 Minuten später ist Selina am Steuer und mit... Oh ihrer nein. Instagram-Story dran. Den Range Rover hat man danach übrigens auch nicht mehr gesehen. Hier steigt ApoRed noch auf der Fahrerseite eines Mercedes AMG ein. Gefahren ist er aber komischerweise nicht. Bei Daniel hat man dann gesehen, dass es der Wagen oder Mietwagen von Bartmann war, der zumindest auch wirklich damit rumgefahren ist. Aber versteht mich nicht falsch, ApoRed ist auch darin rumgefahren, nur halt wieder als Beifahrer. Ja, ist ja schade. Zusätzlich begibt sich unser Multitrilliardär gerne in Autohäuser, um dann Instagram-Stories darüber zu machen, dass er sich nicht entscheiden kann, welches Auto er als nächstes holt. Und man kann sogar voten. Das Ding ist, er labert schon seit Ewigkeiten darüber, was er sich demnächst holen wird. Für dieses Jahr oder nächstes Jahr plane ich gerade einen G-Brabus, ne? Eventuell. Also aber seine Scheiße ist unfassbar. Aber stell mal vor, der wird die ganze Zeit reinstecken, einfach seine Schulden zu bezahlen. Weil actually, ich glaube, mit seinen Kontakten könnte der Geld machen. Der könnte Money machen. Aber macht er halt nicht. Ich kann noch überlegen, ob es der S-Caprio wird, mit einem geilen Umbau. Kann man ja überlegen, ob Mansory oder sonst was. Und sonst, also bin ich gerade am Überlegen, Freunde, kommt dann, werde ich dann wahrscheinlich dann bald sehen, so, ne, mal gucken. Auf jeden Fall ein Baba Benza ist auf jeden Fall dieses Jahr geplant. Man kauft sich ja bald ein Auto, was das sein wird, bla bla, ne, vielleicht auch umgebaut, guck mal, aber erstmal vorübergehend, bis man jetzt alles geplant hat, ein Siebensitzer, auf entspannt. Ein Siebensitzer-Auto, weil wir sind mit der großen Bahn unterwegs und Fahrer, ne? Jetzt demnächst vielleicht auch,
Mate einstellen plus Fahrer. Leider konnte er sich nie ein Brabus, sondern immer nur einen runterholen. Und wenn er ein stinknormales Auto fährt, wie hier damals in Deutschland, verkaufte er es als Undercover-Mobil. Wir sind auch unterwegs im Undercover-Mobil, weil man hat ja immer neben dem Main-Mobil, dem Rangy, auch immer ein Undercover-Mobil, weil ihr wisst ja, ich bin ja mittlerweile, ich habe mich auf dem ganzen Universum, aber selbst wenn ich jetzt andere Planeten besuche, kann man... Ich finde die Dislike-Zahlen immer so geil, ne? Also... Diese ehrenlosen Dislikes immer. Aber wir sind auch schon dort. Deswegen braucht man auch immer so ein Undercover. Apropos Dislikes, lass gerne ein Like da auf dem Video. Kuss. Gibt's sogar auch bald ein Undercover-Bank-Upgrade, aber wie gesagt. Ja, leichter Hase, fährt ein 50-Sitzer. Letzte Reihe. Boah, aber letzte Reihe Busfahren war mal nice. Darf ich nicht spoilern, darf ich nicht zeigen, weil ist halt ein Undercover-Bank. Und genauso wie mit den Autos handhabt er das mit den Immobilien. Er flext mit Sachen, die ihm nicht gehören oder verkauft ganz normale Dinge als was super Edles. So filmt er seine günstige Türkei-Airbnb aus einem bestimmten Kamerawinkel und haut Farbfilter drauf, damit das nach irgendwas aussieht. Auf Leon Marchers Kanal sieht man dann exakt diese Wohnung, wie man anhand des Lüfters, Fliesenwand und Ofen erkennen kann. Das ist halt eine ganz normale Wohnung, die ApoRed so in dieser Form niemals gezeigt hätte und genauso wenig zeigt er die Leute, mit denen er immer teilen muss oder von denen er kurz was für eine Instagram-Story ausleiht. Wenn er sich beim Essen gehen filmt, sieht das vielleicht für den einen oder anderen dekadent aus. Auf einem anderen Profil sieht man dann beispielsweise, dass Leon bezahlt hat. Ich danke dir, Leon, für die Einladung. Auf seinem eigenen Profil zeigt ApoRed das natürlich nicht und er sagt auch nicht, dass seine angeblich gekaufte Wohnung einfach nur ein Product Placement für Fairhat war. So, Freunde, ich hatte genug Bedenkzeit und ich habe mich für eine Wohnung entschieden. Für welche? Das seht ihr denn auf Fairhats TikTok-Account. Der erste Link in der Beschreibung. Auf TikTok wurde dann ein vermeintlicher Kaufvertrag für eine 5 Millionen Euro Wohnung im Atlantis The Royal unterschrieben. Der Immobilienmakler Artyom hat dazu Folgendes gesagt. Ganz klar, dass er sie gekauft hat, ist natürlich auch gelabert. Was er da unterschreibt, ist maximal ein Mietvertrag, wahrscheinlich nicht mal das. Ein Kauf für eine Wohnung unterschreibst du beim Notar und nicht am Esstisch der Wohnung. True, actually, ja, true, klar. So, und um ganz sicher zu gehen, habe ich eine App, wo ich alle Transaktionen auf dem gesamten Markt nachverfolgen kann. Und in den letzten 2 Monaten wurde in dem Gebäude keine Two-Bedroom-Wohnung Ist das geil! Und ich hatte bei... Wirklich, dieser Mann wird von allen Seiten einfach gefickt. By the way, unabhängig von Artyom noch zu einem anderen Immobilienmakler Kontakt, der mir das ebenfalls bestätigt hat. Besonders weird wird das Ganze jetzt aber, wenn man bedenkt, was ApoRed zu Heikel gesagt hat. Und ich will das nicht immer noch machen. Immobilien. Noch nicht. Also jetzt Immobilienbusiness nicht. Ich habe meine Immobilien. Ich habe meine Villa in Hamburg, ich habe meine Immobilien in der Türkei. Stell mal vor, er hat wirklich eine Villa in Hamburg, was er natürlich nicht hat, aber darf nicht hin. In Dubi habe ich noch keine Immobilie. In dem Video reden die übrigens auch über die Multimillionär-Song-Veröffentlichung. Zu seinem Song Multimillionär? Ja. Der ist ja wirklich abgegangen, ne? Das ist ja durch die Decke. Der wurde erstmal gesperrt. Heißt, wenn das Video mit Heikel nach dem Song gedreht und veröffentlicht wurde und der Song nach dem Kaufvertrag kam, dann hat hier ApoRed wieder mal ein Any% Speedrun hingelegt im sich selber widersprechen. Hart auf hart hast du dich selber ein bisschen hops genommen. Plus, in meinem letzten Video habe ich schon ein anderes Placement von ApoRed gezeigt, wo ebenfalls behauptet wurde, dass er sich diese Wohnung in Dubai gekauft hat. Schaut mal, wen ich heute auch noch mit dabei habe. Ach, William Red, schaut sein Schlafzimmer an. Was sagst du zu deiner neuen Wohnung? Sieht top aus, wirklich. Vor kurzem hatte er noch ein Video online, was er nach ein paar Tagen wieder runtergenommen hat. Vermutlich, weil es trotz Clickbait-Titel und Titel ändern verhältnismäßig schlecht performt hat. In dem Video sagt er wortwörtlich, dass er so viel umzieht, weil er sich nicht spontan für einen Wohnungskauf mit einem Makler entscheiden kann. Jetzt einfach 5 Umzüge gefühlt jetzt in den letzten 6 Monaten in Dubi. Ich bin ja die ganze Zeit hier. Warte, Freunde, ich muss euch noch was anderes zeigen. Ja, es ist noch das Thumbnail. Ich muss euch was zeigen. Ganz kurz. ApoRed hat eine Trainingstransformation hochgeladen. Und ich will gar keine Buddies shamen. Null. So, hab einen Körper, wie du willst. Ich bin großer Fan von gesund leben, aber hab einen Körper, wie du willst. Aber er photoshoppt seinen Kopf auf einen Körper, der nicht seiner ist. Also sorry, aber das habe ich ja noch nie erlebt. Das ist ja offensichtlich nicht sein Körper. Also er macht eine 90-Tage-Fitness-Transformation und ey, leb gesund, machen, hab einen guten Body, sei, ne, gerne, kein Problem. Aber er photoshoppt seinen Kopf auf einen Körper, der nicht seiner ist. Also, was? 90-Tage-Photoshop-Kurs. Weil wenn man mal ins Video reingeht... Twitch-Streamer! Ich will gar nicht den Dings ralassen, ne? Er zeigt sich nicht mal. Hä? Bruder, wo sieht man denn seinen scheiß Körper? Digga, er zeigt sich nicht mal! Er zeigt nicht mal Ergebnis! Ich scroll hier durch. Er hat die ganze Zeit Tanktop an. Und klar, er hat jetzt kein scheiß Body so, ne? Also, ich will da jetzt auch gar nichts shamen oder sowas, ne? So, aber man... Also, aber man sieht ja, dass es ein Photoshop-Bild ist. Man sieht, dass es ein Stock-Footage-Bild, das andere. Und er packt sein Photoshop... Es ist so kacke. Es ist so kacke. Man sieht nicht mal Ergebnis, Mann. Ist das scheiße. Ah... Oh.
hier. Und das hat einen guten Grund. Ja, man sieht ja auch bei Instagram-Stories. Einmal bin ich in einem brutalen, keine Ahnung, City-Wohnung mit Panorama-Roof und hier und da. Auf einmal bin ich in einem brutalen Penthouse mit Private Pool auf der Terrasse. Und da bin ich auf einmal in einem geilen Apartment mit Meerblick, sein Vater und hier und da. Was hat das alles auf sich? Ja, du teilst den Airbnb mit Freunden. Ich hab einen einfachen Grund, und zwar, ich will da... Obwohl, warte. Zeit, mein Diss-Track wieder abzuspielen. Ja, hört mein Diss-Track, Alter. Gucken, wo ich... Nee, passt auf. Apo, du teilst dir einfach mit Leuten, die dich nicht mehr mögen, die sogar sagen, du hast einen schlechten Charakter, teilst du dir einfach für dein Fake-Lifestyle Airbnbs, Alter. Natürlich längerfristig ansehen. Und das macht einen so unglücklich auf Dauer, das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Das macht einen safe so unglücklich. Weil was sind so die Sachen, die einem am glücklichsten machen? Die richtig ehrlichen Sachen. Die echte Freundschaft, die echte Liebe. So, dass du ein echtes Selbstwertgefühl hast. Das macht einen glücklich. So eine Scheiße. Sneaker ansiedel, ne? Und um das Ganze, um da eine gute Entscheidung zu treffen, muss ich einmal austesten. Sind seine Freunde auch Photoshop? Ey, ich glaub nicht, dass der krasse Freunde hat. Welche Gegend, welches Gebäude... Alles drum und dran, so. Alles muss man so ein bisschen austesten. Ich kann mich niemals jetzt einfach so spontan auf etwas entscheiden. Ich kann mich nicht mit so einem Makler treffen, mir ein paar Sachen anschauen. Ich muss selber Minimum ein paar Wochen in so einem Tower, in einer guten Lage oder was auch immer, in einer mittelguten Lage, aber dafür einen krassen Penthouse und so, ne? Da muss ich einmal selber leben und checken, okay, wie ist es da? Dabei hat er den spontanen Kauf mit einem Makler schon mehrfach vorgespielt. Wie kann man bitte sein ganzes Leben so viel lügen und darin nicht mal gut sein? Wie geht das überhaupt? Der farmt doch ganze Zeit XP in dem Bereich. Ach, und dass er angeblich eine Villa in Hamburg hat, ergibt ja mal überhaupt gar keinen Sinn, wenn er da bis zuletzt in einer Sozialwohnung gewohnt hat. Und auch, dass er Immobilien in Istanbul hat, ergibt keinen Sinn, wenn er offensichtlich in Airbnbs geschlafen hat. Die einzige Möglichkeit, die da Sinn ergibt, ist, dass er zum Beispiel Wohnungen mietet, weil er seine eigenen Immobilien lieber vermietet, als drinnen zu wohnen. Das wiederum verneint ApoRed hier aber damit, dass er sagt, dass er nicht im Immobilienbusiness drin ist. Immobilien, noch nicht. Also jetzt Immobilienbusiness nicht. Und by the way, neben dem übelsten Hintergrundrauschen von dem Video kann man noch eine sehr interessante Melodie hören. Wir befinden uns gerade in meinem Penthouse in Dubai. Richtig, genau. Wo Heike, wenn wir auch wie immer residieren darf und wie immer wie ein König behandelt wird. Das stimmt. Er hat ein vollwertiges Gym. Das stimmt. Okay, was kommt jetzt, Alter? Was kommt jetzt für eine Melodie? Ein Pool auf der Terrasse. Ja, also immer wenn du kommst, Dubai, ich kläre immer die geilsten Wohnungen, ne? Ja, ich dachte schon, du wirst jetzt sagen, die geilsten was anderes, aber ja. Alles, was du willst? Alles, was ich will. Nee, also ich muss wirklich sagen, dein Penthouse gefällt mir. Man muss sagen, wenn das die ganzen Goofies auch sehen werden, man kann sagen, du bist der Einzige... Das klingt wie ein Telefon oder der Müllmann. YouTuber oder Rapper, der seine Musikvideos bei sich zu Hause dreht. Weil alle anderen müssen sich ja sonst mal was mieten. Stimmt. Das klingt wie Müllmann oder Telefon? Ja. Digga, das ist eigentlich so... Wollt ihr wissen, woher die Melodie kommt? Geil. Oh, das ist eine deutsche Samsung Waschmaschine WF8. Ja, die leben echt wie Könige in Luxus-Penthouse-Residenzen. Die haben sogar eine Samsung-Waschmaschine zur Verfügung. Und da sind wir beim Thema Klamotten. ApoRed flext irgendwie immer mit denselben Designer-Sachen. Und das seit Jahren. 2022. Jungs, was sagt ihr auch gerade? Man kann ja diese Ledger-Check machen, also mit Weitwinkel. Ich nach Istanbul. 2023. Oh, hier ist ein paar Sidebags, Digga. Hier, die ist auch mega weiß, mega selten. 2024. Guck mal, hier ist so eine Seitentasche, Freunde. Ein paar Mädels juckt mich gar nicht. Von denen habe ich Dutzende am Start. Ich hab einen Kleiderschrank gefunden, was auch immer, wie viel, ne? So. Digga, was ist denn das für eine Live-Kombo? Arvin based. Bisschen durchkalkuliert, 600 Käse Minimum drin. Ahmad macht coole Sachen mit Palästina, aber sonst, weiß nicht, zwiegespalten. Denke ich mal. Also alleine Seitentaschen, wenn ich komme. Aber die Palästina-Sachen, da hat er ihn wieder nach vorne geboostet, dass er da so Einsatz zeigt, das finde ich geil. Hier war nicht ein. Aber vorher fand ich ein paar Mal seine Meinung ein bisschen Arsch. Aber man muss ja auch nicht mit jedem cool sein und jede Meinung immer geil finden. Guck mal, diese Seitentasche hier, Digga, die kostet einfach mal so 3000 Euro, so, weißt du, meiner? Yeah. Ich muss dir vorstellen, 20 von solchen Taschen, 20. Der hat einfach nichts anderes Wertvolles, außer die zwei Louis Vuitton-Taschen und den Louis-Gürtel, was er irgendwie bei jeder Gelegenheit zeigen will. By the way, Harald Glückler hat angerufen, der will seinen Chirurg zurück. Nee, aber jetzt mal im Ernst, was benutzt du überhaupt für Weird-Ass-Filter? Guck dich doch mal an, du Scheiß-Hure. Junge, was ist mit deinem Gesicht passiert, ja? Du guckst aus wie so aus Anime, ja? Und für mich guckt ApoRed so aus, wie dass er seit anderthalb Jahren aus dem Koffer lebt, ja? Deswegen macht er auch nie seine Kleiderschränke auf, weil die leer sind. Das ist auch der Grund, warum er fast jeden Tag das Gleiche trägt, weil er zu wenig Platz im Koffer hat und zu viel Platz im Geldbeutel. Und deswegen muss er auch mal nasse Sachen anziehen, die im Verlauf des Videodrehs erst trocknen. Ja, moin, ApoRed ist nicht trocken, abschaut meine Freunde mit einem weiteren Video. ApoRed führt einfach nicht...
Geil. Das Luxusleben, was er vorgibt. In einem Stream, den kein Schwanz kennt, außer meine Festplatte, sagt er selber sogar, dass Dubai günstiger ist als Hamburg. Man muss nur wissen, wo man einkauft. Dubai Einkauf ist auf jeden Fall günstiger als Hamburg, kann ich dir sagen. Generell eigentlich ist Dubai günstiger als Hamburg. Klar gibt es auch diese übelst teure Läden, aber muss man ja nicht machen. Es gibt genügend normale Optionen. In einem weiteren Livestream erklärt er Arvin und Ahmad die Sparkling-Politik. Kennt ihr die Sparkling-Politik? Guck mal, Schöpfer, ihr seid das Dubai, ne? Auf einmal geht das in so einem Café rein. Ihr seht so die Preise, Digga, die gehen bis to the moon, so, weißt du, meine? Da macht die Sparkling-Politik. Ihr holt euch einfach eine große Sparkling-Flasche. Warum Sparkling? Weil das kriegt man nicht so schnell runter wie Still. Und dazu einfach noch schön ein paar Limetten dazu. Und dann einfach eine Schnauze halten und Wasser trinken. Die Sparkling. Das ist krass, Digga. Ja, das ist so. Ich muss halt immer für die Jungs sind immer auf Brokey-Mokey unterwegs. Muss ich immer so ein paar Sparflammen zippen. Ja, die Jungs sind auf Brokey Moki unterwegs. Weißt du? Ah ja, genau. Diesen Lifehack hat er sich selbstverständlich nur für seine broken Freunde ausgedacht. Das ist jetzt natürlich sehr glaubwürdig, nachdem er sich konstant so dermaßen blöd angestellt hat beim Reichaussehen. ApoRed ist nach wie vor so verschuldet, dass er schon seit Jahren das 2000 Euro Ordnungsgeld an den Staat nicht zahlen kann, Ratenzahlung beantragt hat und es trotzdem nicht geschafft hat zu zahlen. Ist das kacke. Außerdem konnte er seine eigenen Gerichtskosten in Höhe von 200 Euro nicht zahlen. Deshalb musste Carina das als sogenannte Zweitschuldnerin bezahlen, obwohl sie vor Gericht gewonnen hat. Hauptsache, ich habe gerade Post vom Landgericht Köln aufgemacht und muss jetzt schon wieder Geld zahlen wegen ApoRed. Es ist unfassbar. Hier steht einfach drin, der Kostenschuldner Ahmad Nadim Ahadi, also ApoRed, befindet sich in Insolvenz. Der Rechnungsbetrag war von Ahmad Nadim eingefordert, konnte jedoch nicht beigetrieben werden, da sie für diesen Betrag. Aber es ist so krass, dass ApoRed einfach nicht mehr nach Deutschland kann, weil er kommt Knast einfach. Er kommt einfach Knast, sofort. Sofort. Als Zweitschuldner. Und zwar einfach nur, weil er seine Sozialstunden nicht gemacht hat. Stell dir mal vor, du kommst 7 Monate Knast, weil du deine Sozialstunden nicht machst. Wie kacke. Haften haben sie ihn jetzt zu zahlen. Ja, geil, lieben wir doch. Weil der sich nicht benehmen kann und insolvent und noch nicht mal 200 Euro zahlen kann. Es ist unfassbar. Das waren übrigens nur die Kosten für den ersten Gerichtstermin. Es gab aber mehrere. So kamen für den zweiten Gerichtstermin nochmal Kosten in Höhe von 1000 Euro auf ApoRed zu, die er ebenfalls nicht zahlen konnte. Wie die meisten von euch mitgekriegt haben werden, habe ich den Gerichtsprozess gegen ApoRed gewonnen und dementsprechend muss er auch die Kosten des Gerichts und die meines Anwalts tragen. Unser heftiger Main-Character ist allerdings gar nicht heftig rich, sondern heftig brokey, mokey und insolvent. Er kann seine Schulden weder dem Gericht noch mir zahlen. Er kann noch nicht mal seine eigenen Kosten übernehmen. Nachdem ich ja letztens schon 200 Euro für den allerinsolventesten Hasen zahlen durfte, weil er diese 200 Euro nicht in einem seiner Geldkoffer auftreiben konnte, darf ich jetzt nochmal 1000 Euro draufzahlen. Und wahrscheinlich werden da noch mehr solcher Briefe kommen. What the fuck? Ich sehe mich bald schon den Unterhalt seiner Kinder zahlen. Digga, das tut mir so leid, Mann, für Carina. Wahrscheinlich meint sie hier die Kinder, die gerade ohne Vater aufwachsen, weil der lieber in der Wüste nach reichen Männern sucht wie Porta-Potties. Boah. Anyway, das Video von Carina habe ich unten verlinkt. Checkt das auf jeden Fall ab. Jetzt kommt das Video. Ja, ist ein krasses Video gewesen. Checkt das unbedingt ab. Digga, bei der ganzen Sache, dadurch, dass ApoRed der Carina nun Geld schuldet, wurde sie zur Gläubigerin und ist dadurch im Kontakt und Austausch mit den Insolvenzleuten, was das Ganze noch viel interessanter macht. Nachdem er in seinen letzten Videos mal wieder mit seinen Millionen Flexen, diesmal in Geldkoffern gestapelt, habe ich einfach mal wie ein cleaner deutscher Brogy. Die arme Familie, ja wirklich, die armen Kinder, die arme Frau, Mann. Seinen Insolvenzverwalter wieder angerufen. Ich habe dann jedenfalls mit am Montag auch darüber gesprochen, wie das Ganze jetzt in der Öffentlichkeit weitergehen soll. Denn ganz ehrlich, das Verhalten von Red lässt halt jedes Mal Gläubiger und auch mich dumm dastehen, wenn er auf der einen Seite halt mit seinem Rich Money Future Geld flext und ja, ich davon berichte, dass er nicht mal 200 Euro zahlen kann. Das Ganze spült dann wieder Leute in meine DMs, die sagen, ich denke mir das alles nur aus, ich will nur sein Fame und sein Geld und so weiter. Ja, die Leute gibt's immer noch, what the fuck, aber ja. So, aber wie geht es jetzt weiter? Denn sowohl die Insolvenzverwalter als auch die Gläubiger, dementsprechend auch ich, wissen ja, dass er kein Geld hat. Und auch ein ApoRed weiß das. Er hat das nämlich selbst vor seinem Insolvenzverwalter bestätigt. Alles, was er in seinen Videos macht, zeigt und sagt, ist nicht mehr als eine Rolle, die er spielt. Herr Montag hat mir das Ganze nach unserem Telefonat auch nochmal schriftlich bestätigt und ich darf das Ganze auch öffentlich. Hallo Frau Busch, gerne bestätige ich Ihnen als Insolvenzverwalter, dass mir gegenüber Herr Nadim Ahadi angegeben hat, dass die von ihm in seinen YouTube-Videos gemachten Warum lässt man sich nicht scheiden? Ich weiß nicht, ob die noch verheiratet sind, keine Ahnung. Aber es ist trotzdem eine Arschlochaktion, seine Kinder alleine zu lassen und sagen, ja, ich wandere jetzt aus, ciao, ciao. ...zu seinen Vermögensverhältnissen ausschließlich Unterhaltungszwecken dienen und diese im Rahmen der von ihm in Anspruch genommenen Kunstfreiheit kein Wahrheitsgehalt beizumessen sei. Ob diese Angaben wiederum der Wahrheit entspricht, bedarf weiterer gegebenenfalls gerichtlicher Aufklärungsmaßnahmen. Das Ganze muss unser Main-Character-Hase übrigens auch noch in einer eidesstattlichen Versicherung unterschreiben. Ansonsten könnte das Ganze nämlich rechtlich etwas schwierig werden. Das ist schon seltsam. ApoRed hat doch vorher gesagt, dass genau der Insolvenzverwalter von dem Reichtum Bescheid wüsste. Ich sag euch ganz ehrlich, wie ist das, Freunde? Der Insi-Berater von mir zum Beispiel, ne? Ganz korrekter Typ, ganz lieber Typ, ne? Der weiß doch Bescheid, Freunde, der weiß doch Bescheid, ApoRed.
Range Rover am Start, der weiß auch vom Lambo Bescheid, der weiß auch von dicken Firmenanteilen Bescheid, Millionen von Wert, also wir reden ja von nicht Audi 1, 2 Millionen, wir reden ja von ganz anderen Summen, der weiß ganz genau Bescheid, dem Redding wird hier ein Drittel von der Firma, hier und da ein bisschen was und da, also der weiß Bescheid, dem Hasen geht's gut. ApoRed erzählt hier über seinen Insolvenzverwalter komplett gelogenen Scheiß und erzählt genau diesem Insolvenzverwalter dann unter vier Augen, ja, das... Ach, diese Dislikes wieder, Digga, 43.000 Dislikes. Nur zur Unterhaltung. Während die ganzen Gläubiger einfach nur auf ihr Geld warten und von ApoRed hören, dass der Insolvenzverwalter von dicken Autos und Firmen Bescheid wüsste, aber die Sachen scheinbar nicht fändet, obwohl die einen Wert in Millionenhöhe haben. Richtig geil auf jeden Fall. Und nach den ganzen Beweisen, dass ApoRed doch nicht so reich ist, wie er tut, gibt's Leute da draußen, die sagen, nee doch, ApoRed ist reich, der hat sein Geld bestimmt einfach nur beiseite geschafft. Zuschauer denken, er hat kein Geld, weil das die Streamer denen einreden. Und jetzt kommt der beste Kommentar. Er bezweifelt, dass ApoRed pleite ist, weil Ausländer sichern sich immer ab. Mark Zinek. Das ist es, Digga. Das ist es. Ist das scheiße, Alter. Das ist natürlich das stärkste Argument, aber auch die anderen Kommentare ergeben komplett Sinn. ApoReds Insolvenzverfahren begann im März 2022. In Entschuldigung Teil 7 habe ich gezeigt, dass ApoRed weit vor der Insolvenz schon nicht mehr Netflix und Audible zahlen konnte. Wahrscheinlich wollte er die 27,94 € lieber beiseite schaffen. ApoRed ist in Wahrheit reich, musste aber heimlich auf Kleinanzeigen seine Sache verkaufen. Wahrscheinlich, um dann nochmal ein paar hundert Euro beiseite zu schaffen. So machen das smarte, reiche Leute. ApoRed ist sogar so smart und reich, dass er in dem Video hier verkackt hat, ein Screenshot richtig zuzuschneiden. Er redet im Video nur darüber, dass das Finanzamt Kohle von ihm will, das aber nicht rechtens sei. Erwähnt aber nicht, dass das Finanzamt auf Platz 7 der Gläubigerliste ist. Was ist mit den ganzen anderen Gläubigern? Zum Beispiel den Platz 8, den man in seinem Screenshot ja sogar noch sehen kann. Hanse Merkur mit 6.277 Euro. Das Geld hat er übrigens nicht plötzlich geschuldet, sondern das hat sich über einen längeren Zeitraum angehäuft. Zumindest. Ja, 6.000 zahlst du nicht, zahlst du sich in einem Monat so, ne? Fragen was Krankenversicherung. Das ist meine Festplatte, die aus heiterem Himmel angegangen ist. Geil. ApoRed hatte bereits ein Jahr vor der Insolvenz einen Zahlungsrückstand von 700 Euro, bei denen er dann eine Ratenzahlung beantragen wollte. Das ist cringe, Alter. Ganz kurz, es ist nicht cringe, wenig Geld zu haben. Es ist cringe, so zu tun, als wenn man Millionär wäre und dann 700 Euro nicht zahlen können. Das ist cringe. Über 12 Monatsraten erstreckt. Welcher Multimillionär möchte 700 Euro 12 Monate abbezahlen? Das sind nicht mal 60 Euro pro Monat. Ja, und scheinbar hat er es am Ende dann doch nicht stemmen können. Wahrscheinlich wollte er die 12 Monatsraten beiseite ins Ausland. Ey, guck mal, ich bin auch bei der Hanse Merkur. Das ist richtig Arsch, weil wahrscheinlich muss ich mehr zahlen, weil der Xer, Kunstfigur, die Kunst, nur der Kunstfigur, nicht der echte Mensch, sowas Doofes macht. Land schaffen. Muss aufpassen. Obwohl, kann er mich verklagen? Nee, der müsste nach Deutschland kommen, dann sage ich, ja, fick dich. Komm nach Deutschland, lass vor Gericht treffen, dann kommt er eh nicht. Perfekt. Für das Luxusleben in Saus und Braus, pop den Champagne. Wenn wir weiter auf meiner Festplatte rumgucken, sehen wir auch, dass er schon anderthalb Jahre vor der Insolvenz seine Internet- und Telefonrechnungen nicht bezahlen konnte. Das ging dann so weit, dass er von Vodafone gesperrt wurde und einen Schufa-Eintrag bekommen hat. Besonders dreist finde ich aber, wie er Vodafone in seinen Streams basht, während er nicht mal die Rechnungen bezahlt hat. Oder läuft das Geschäft nicht bei dir gut oder wie bei K1 ist die Leitung... Down. Auto oder Vodafone? Oder irgendwas? Also, meint ihr gerade mich oder meint ihr? Nein, wir reden hier mit dem Nachbarn. Also Vodafone ist gut eigentlich. Frag immer ordentlich. Nein. Bei mir immer Telekom, Vodafone ist Schmutz für mich. Katastrophe. Oder mit hinterhältigen Tricks hast du dich eingeholt. Mit deinem billigen Internet. Die Bestrafung. Du kaufst ordentliches Internet? Ey, was stimmt mit deinem Internet nicht, mit deinem Handy, mit alles. Das ist dein Internet, du Dreckiger. Bei mir ist alles sauber. LTE, 5 Sterne, Programm. Ich wette sogar mein Eier drauf, du hast deine Rechnung nicht bezahlt. Du bist so ein richtiger Hater. Immer die Schuld bei anderen suchen, weißt du? Das sagt der Richtige. 5 Euro sparen, Digga. Hör auf mit Vodafone, Digga. Du hast Telekom. Und ApoRed spart am meisten, weil er einfach gar keine Rechnungen bezahlt. Ja, bestimmt, weil er die paar hundert Euro lieber ins Ausland geschoben hat. Nicht nur für den absoluten Luxus-Lifestyle in Dubai, sondern auch in der Türkei, wo er in Alanya auf Thomas und einen Kollegen getroffen ist. Und die Story, die gleich kommt, könnt ihr euch nicht ausdenken. Okay, ich bin gespannt, was kommt jetzt? Was kommt, wenn Mimi sagt, die Story, die jetzt kommt, könnt ihr euch nicht ausdenken? So eine... bodenlose Simulation, ne? Ich komme darauf gar nicht klar. Das ist echt einfach wie
Vor allem, wir wollten ja gerade gehen, ne? Und dann steht der da so an der Ecke. Das ist einfach wie in GTA, wenn man diese Fragezeichen-Typen irgendwie so auf der Straße trifft und dann macht man so eine Sidequest. Thomas ist ein Zuschauer von mir, der mich letztes Jahr angeschrieben hat mit: Yo Mimi, ich habe gerade Bekanntschaft mit ApoRed in Alanya gemacht und alles, was du jemals in deinen Videos gesagt hast, stimmt. Um das Ganze übersichtlich und verständlich zu halten, werde ich zum Teil Voice-Stücke von Thomas einblenden und wiederum an anderen Stellen die Sachen selber zusammenfassen. Alter, ich bin gespannt. Das andere würde hier den Rahmen sprengen. Also angefangen hat's damit, als wir den einfach so an der Straße gesehen haben in Alanya, in der so Fußgängerzone. Und der stand dann da in der Ecke wie so ein NPC. Und unsere Theorie ist, dass der da einfach irgendwie gewartet hat, bis der irgendwen findet, der den halt kennt. Und dann so mäßig, ja, lass mal nochmal irgendwie da und da hinfahren. Weil das hat er auch gesagt, oder? Ja, ja. Er hat halt direkt angefangen von diesem Club. So der berüchtigste Club in der Stadt. Da meinte er, da geht auf jeden Fall was ab. Und dann sind... Nein, der wartet, bis Zuschauer ihn erkennen, damit die den wahrscheinlich einladen. Wir dann, genau. Mit dem Taxi, dann ist er direkt mit uns mit Taxi gegangen, wir haben uns ein Taxi geschnappt. Die sind dann von hier mit dem Taxi zum Summer Garden gefahren. Das Ganze hat die zu dritt dann 480 Lira gekostet. ApoRed hat aber leider nicht mit Karte zahlen können. Und als wir dann da bei dem Club angekommen sind, wollte der das mit Karte bezahlen. Was wir auch für absolute Lüge halten, weil der wohnt doch eigentlich in Istanbul. Und der muss eigentlich wissen, dass man Taxen nicht mit Karte bezahlen kann. Kleiner Einwand, man kann wohl auch teilweise mit Karte zahlen. Nichtsdestotrotz hat es ApoRed hinbekommen, die Taxifahrt nicht zu bezahlen. Und so ging das dann weiter. Er meinte so, oh, ich habe nur 40 Lira dabei, könnt ihr mir das vorstrecken? Und die erste Runde geht dann auf mich so quasi, ne? Was aber nie passiert ist, weil der Typ an dem Abend absolut keinen einzigen Cent ausgegeben hat. ApoRed hatte umgerechnet nur 1,34 Euro dabei. Thomas musste das Taxi für ihn bezahlen. Heißt, ApoRed ist nicht der Main-Character, sondern der 15-Kilometer-Tramper. Digga, ist das krass. Als sie dann beim Türsteher waren, ging es dann jedenfalls so hier weiter. Und dann wollten wir da so reingehen und der Türsteher hat dann so gefragt, auf welchen Tisch reserviert ist oder irgendwie sowas. Er meinte auf Leon. Ja, dann irgendwie so, dass der auf Leon reserviert ist oder so. Und da meinte der Typ an der Tür, dass es den nicht gibt. Und dann hat uns halt einfach durchgewunken so. Und dann kommen wir da so an. Und dann stellt er sich halt zu irgendwelchen Deutschen, die den halt kennen. Und wir dachten halt, dass das die Freunde von dem sind. Aber dann habe ich mit denen halt so geredet und die gefragt, ob die halt mit Freund mit dem sind. Und dann hat sich herausgestellt, dass die den auch gerade erst kennengelernt haben. Thomas hat ApoRed dann gefragt, wie die dann jetzt trotzdem reingekommen sind. Und ich habe den sogar am Ende noch gefragt, wie wir denn jetzt reingekommen sind, weil ich das einfach, mir war das schon von Anfang an richtig suspekt, das Ganze. Als ich das dann gefragt habe, wie wir denn jetzt reingekommen sind, meinte der, weil er und seine Kollegen immer Tische bestellen und so weiter. Also so von dem Motto, dass der da irgendwie bekannt ist oder so, ich weiß nicht. Interessanterweise hatte Thomas und sein Kumpel Aufnahmen vom Feiern gemacht, wo man auf einer Aufnahme sogar genau diese Aussage von ApoRed hört. Jetzt genau zuhören! Wir nehmen normalerweise immer 10er Eintritt, aber die lassen mich immer umsonst mal rein. Ja, warum? Weil wir immer Tisch holen. Was? Weil wir immer Tisch holen. Ah, okay. Das Ding ist aber, diese... Wild. Ist er nicht etwa reingekommen, weil ApoRed so ein Superstar ist oder mit seinen Leuten immer Tische bestellt, sondern weil der Eintritt im Summer Garden kostenlos ist. Das ist geil. Das ist eine abgefuckte Story, Alter. Ja, also wie kann man so wenig Respekt vor sich selber haben, ja, True? Man bestellt da gar kein... Also guck mal, du musst ja gar kein Geld haben. Du kannst ja trampen gehen. Ey, ich habe jetzt diese Race-Staffel hier geguckt. Habe ich richtig runtergesucht die letzten Tage irgendwie so. Ich hab so wie voll vercheckt, das zu gucken. So, die waren ja auch am Trampen. Das war ja cool. Trampe, hab wenig Geld. Aber lüg dich doch nicht selber an. Ich glaube, ApoRed denkt selber, er hatte richtig viel Geld. Keine Tische. Das System läuft so, dass man einen Tisch zugeordnet bekommt, wenn einer frei ist. Deshalb hat der Türsteher auch gefragt, ob die schon zu jemandem gehören. ApoRed hat einfach Leon gesagt, in der Hoffnung, dass da einer so heißt, weil das eh so ein Touri-Laden ist, wo viele Deutsche hingehen. Der Tisch, den ihr im Clip gesehen habt, war von ein paar Deutschen, zu denen ApoRed einfach hingegangen ist und so getan hat, als wären das seine Freunde, mit denen er sich verabredet hat. Und diese Leute dachten, dass Thomas und sein Kumpel die Freunde von ApoRed waren. Sei broke, aber real. True. Das ist doch scheißegal, ob du broke bist oder nicht. Juckt doch niemand. Übrigens hieß keiner von den Leuten Leon. Das Ding ist halt auch, erstens, wir hatten keinen Tisch da. Und zweitens, die Leute, zu denen wir gegangen sind, kannten den halt auch nur aus dem Internet. Also, der war nicht irgendwie verabredet mit denen oder so. Vor allen Dingen, die dachten, dass wir Freunde von dem sind. Und wir dachten, dass die Freunde von ihm sind. Es sieht so... Stell mal vor, du musst Abonnenten anbetteln, dass die dich zum Club fahren und...
selbst das wäre noch irgendwie okay, wenn du es einfach sagst, ey, Digga, ich bin broke, Digga, ich habe kein Geld mehr, so, ne, nimm dich mit. Das wäre sympathisch. Aber stell mal, du machst auf Multimillionär und dann battlest du Abonnenten an. Also wie wenig Würde kannst du haben als Mensch? Also so wie viel Selbstachtung, wie wenig Selbstachtung kannst du haben? So ein wenig. Titus wird noch geiler. Was? Es kann nicht geiler werden. Sarah, es kann nicht geiler werden. Sieht nicht danach aus, als ob ApoRed sich in eine Touri-Straße gestellt hat, damit er von Deutschen erkannt wird, um dann kostenlos zu dem Club zu kommen, weil... Was passiert? Was passiert? Okay, irgendwas ist passiert, keine Ahnung. Okay, es wird noch geiler. Perfekt. Wenn man dort kostenlos reinkommt, ich mach noch von Deutschen erkannt wird, um dann kostenlos zu dem Club zu kommen, weil man dort kostenlos reinkommt. Möglicherweise, um Frauen zu klären, ohne Geld ausgeben zu müssen. Also vor allen Dingen, der Kellner kam dann halt auch so zu uns und hat dann halt so gefragt, ob irgendwer halt was trinken will und so, ne? Hat dann auch explizit ApoRed gefragt, ob der was haben will. Und der dann so ganz schockiert so, nein, alles gut. Ich glaube, der hat auch gar nichts getrunken da. Ich weiß gar nicht, was er da wollte, das jetzt, wo ich... Ja, wirklich wie ein NPC, einfach... Leuten halt angequatscht. Ja. Der hatte da gar keinen Sinn, da irgendwas zu tun. Der ist einfach hingegangen und guckt halt einfach und steht da blöd in der Gegend. Ja, der guckt dann da so rum. Jetzt kommt der T gleich, ich bin so gespannt! Ich finde, das ist so eine kranke Story. Der steht dann so in der Welt die ganze Zeit. Und wollte ihn irgendwie erkennen. Ja, oder der wollte sich irgendwelche Weiber klären oder so, das kann auch sein. Aber ob das jetzt gezielt war oder nicht... Ja, der hat dann die ganze Zeit gesagt. Da gibt's gute Frauen und so weiter, bla bla bla. Ja, so der hat auf jeden Fall befürwortet, dass wir da auf jeden Fall hingehen. Ja, der wollte da unbedingt hin. ApoRed, warum gehst du nicht einfach arbeiten und bezahlst endlich deine Schulden? Du hast ja scheinbar genug Zeit, wie der größte NPC nachts alleine sinnlos in der Weltgeschichte rumzustehen und auf Almosen zu hoffen. Wahrscheinlich sogar noch, während dein kackbraunes Polohemd gerade wieder trocknet. Das ist geil. Nimmst dir dann aber die Dreistigkeit raus, anderen vorzuwerfen, dass sie NPCs und Bots sind. NPC-Verhalten, was für NPC-Bot? Digga, auch so. Absolutes bothaftiges Verhalten. Du wärst so weg, ist so ein Bot, das verhält sich so. Du bist ein Bot. Ihr seid einfach Bots. Ihr seid Bots in meinen Augen. Ich werde doch gleich ausführlich erklären, warum ihr Bots seid. Digga, es ist kacke alles. Ich weiß, Beweis, warum ihr Bots seid. Ich erkläre jetzt, warum ihr Bots seid. Weil ihr seid für mich Bots. Ihr seid Bots. Ihr seid für mich Bots. Versteht ihr es? Reine, goofy Bots. Also wirklich geisteskranke Bots, ne? Absolute Botstufe. Absolute Botstufe. Digga, wenn ihr euch da noch was einbildet, seid ihr absolute Bots. Bots seid ihr. Ihr wisst, was für einen Status ihr habt. Sagt NPC, aber nur drei Outfits. Bots. Mein Status? Ist das geil. Vor allem, er denkt immer so, er könnte uns triggern, wenn er so NPC nennt. So, ja, juckt mich nicht, Digga. Ich kann mir meinen Club wenigstens so selber bezahlen. Immer noch Main Character. Junge, du bist nicht der Main Character, sondern der Monetenbettler. Das Beste an der ganzen Geschichte kommt aber jetzt, Thomas. Okay, wird noch besser? Hat ja bereits das Taxi bezahlt und es gab auch nie die erste Runde, die auf ApoRed geht. Also hat Thomas ihn am Ende noch eine folgenschwere Frage gestellt. Und als wir dann gehen wollten, habe ich den so nach einem 5er oder 10er Paper gefragt. Und dann wollte der mir eigentlich verschicken, aber dann kam so Bestätigungsdingens, ne? Für Identität. Dann hat er mir so gesagt, dass das nicht geht, weil er jetzt gerade noch irgendwie eine SIM-Karte aus Dubai oder so im Handy hat und dass ich ihm nachher auf Instagram schreiben soll. Thomas hat ihn dann auf seine Anweisung hin angeschrieben und ApoRed hat sogar geantwortet mit seinem zweiten Account. Also bitte nicht irritiert sein, das hier ist auch der allerechte ApoRed. Guckt dafür einfach Entschuldigung. Okay. 10. ApoRed meinte dann, yo, schick IBAN, was Thomas dann gemacht hat und noch meinte, dass es mega wäre, wenn es klappen würde. ApoRed meinte, wäre ich schreck, wenn du mir ein bisschen was schicken könntest, weil mein Kollege das Taxi gekotzt hat. Oh mein Gott. Klar, Bro. Thomas fragte dann irgendwann, ob es funktioniert hat. ApoRed wieder. Nee, muss SIM-Karte wechseln, weil alles mit deutscher Nummer gekoppelt ist. Mach ich gleich. Ab dem Zeitpunkt hat ApoRed ihn dann vorerst geghostet. Bis zu einer Nachricht von Thomas, zu der wir gleich kommen werden. ApoRed hat nach der Nachricht erstaunlicherweise direkt innerhalb von Sekunden geantwortet. Er schrieb, dass er den ganzen Tag Sightseeing ohne Handy gemacht hätte. Ja genau, ApoRed auf einmal der Kulturhase geworden. Wer glaubt das bitte? Vor allen Dingen, der labert ja auch absoluten Schwachsinn. Du kannst mir nicht erzählen, dass der auf eine Sightseeing-Tour geht ohne Handy. Aber ja, auf jeden Fall, Alter. Auf Instagram. Ey, übrigens, danke für die 1000 Zuschauer, ne? Kuss, danke, dich hier zu gucken. Vielen lieben Dank. Warum online ist, was man ja sieht, offensichtlich. Ihr merkt schon, ApoRed hat die ganze Zeit wieder die besten Ausreden am Start. Zusätzlich meint er plötzlich, deutsche Sim ist in Dubai. Ich bin demnächst dort. Ansonsten kann ich es natürlich nicht überweisen. Ah ja, also die SIM-Karte ist jetzt auf einmal in Dubai. Ich bin... Als ob du keine Überweisung machen kannst. Mir sicher, ApoRed sagt die Wahrheit, genauso wie in der nächsten Nachricht. Und auch bitte nicht vergessen, wir haben wegen mir 10 Euro Eintritt jeweils gespart, weil ich einen Tisch hatte. Oh mein Gott. Oh mein Gott, ist das peinlich. Oh mein Gott, ist das peinlich. Der Eintritt, stell mal, also der meint so, hey, ich habe euch doch quasi 20 Euro gegeben, weil wegen mir hattet ihr Tisch.
Ist das peinlich, Digga. Ist das kacke. Ist das peinlich. Äußerst interessant. Erzähl mir mehr davon. Junge, du bist... Ist das peinlich. Wirklich ein ganz anderes Level. Aber kommen wir nun zu der Nachricht, auf die ApoRed seine ganzen Rechtfertigungen und Ausreden gespammt hat. Ihr müsst euch vorstellen, Thomas hatte sich bei der ganzen Clubsache finanziell etwas verkalkuliert. Der Clubbesuch war ja ursprünglich nicht geplant und ist aus dem Moment heraus entstanden. Genauso wie die Taxikosten. Nicht nur zum Club hin, sondern die mussten danach noch zu ihrer Unterkunft zurück nach Mahmudla fahren. Zum einen sind die ganzen Kosten natürlich irgendwo auch selbst verschuldet. Zum anderen haben die sich auf ApoReds Wort verlassen. Dadurch ist Thomas in eine schwierige Situation gekommen. Er war nur noch einen Tag in der Türkei und wollte eigentlich noch ein paar Geschenke für seine Family in Deutschland kaufen. Ich habe jetzt so quasi mein letztes restliches Geld so zusammengekratzt. Aber es fuckt halt echt ab so, weil wir gestern echt asozial viel Geld für Taxi ausgegeben haben. Und eventuell wollte ich mir morgen noch irgendwelche Andenken oder so holen. Oder was für die Familie, für meine Mutter oder so. Und das wird jetzt schon ein bisschen kritisch, müssen wir gucken, wie wir das machen. Ich meinte zu ihm, gib mir dein PayPal und hab ihm instant 50 Euro geschickt. Thomas hat das dann ApoRed unter... Aha! Ist das geil! Die Pinocchio-Nase gerieben. Oh mein Gott, ist das geil! Geil! Thomas, du bist ein Macher! Woraufhin ApoRed scheinbar Eierflattern bekam und mit dem ganzen Scheißgelaber losgelegt hat. Also spätestens ab dem Zeitpunkt hätte ApoRed mal auf den Gedanken kommen können, dass ich mitbekommen könnte, was er hier schreibt. Wie blöd musst du eigentlich sein, genau dann noch nachweisbar zu lügen? Später hat er sogar noch die Dreistigkeit besessen zu behaupten, dass... Ich glaube, du wirst gut manipuliert, aber da kann ich leider auch nicht dann helfen. Bleib dennoch so korrekt, wie du bist. Im Real Life super sympathisch. Von wem soll ich bitte manipuliert werden? Der Kollege, der die 50 Euro hat... Der ist Meister drin. Ich Thomas manipulieren würde. Und dass er ja das Geld von seinem Fan bekommen hat. Also so nach dem Motto... Du hast ja anscheinend sowieso von einem Fan von mir Geld bekommen. Für mich ist die Sache durch. Alles Gute dir. Wie ist ApoReds Fan? Das erzählt ApoRed auch übrigens des Öfteren, dass ich Fan sei, ihn wahrscheinlich liebe und er mich bekannt gemacht hätte. Aber du hattest nur mit deinem YouTuber-Stress, dieser Milio, da dieser... Ja, das ist, glaube ich, so ein Fanboy von mir, weißt du? Der liebt mich, glaube ich, auch cool. Der macht so richtig viel Fake News über mich, aber ich glaube, der liebt mich, weil der macht so Recherche. Das wird sein, Bruder. Für Recherche und so. Aber du hast ihn bekannt gemacht, ne? Ja, weil du reagiert hast. Safe. Nee, ja. Mimi war vorher nicht bekannt. Niemand kannte Mimi vorher. Safe, ja, 100%. Das ist so ein wacker Front. Von mir aus bin ich der größte ApoRed-Fan. Ich liebe den sogar. Und Leute kennen mich nur wegen ihm. Und jetzt ApoRed, das ändert trotzdem nichts daran, dass du im Insolvenzregister stehst, dich an fremde Autos anlehnst, Leute abziehst, Gewinnspiele nicht einlöst, einen Haftbefehl hast und sowieso ständig vor Gericht verlierst. Die Liste von deiner Abschaumhaftigkeit ist ewig lang, egal was für ein Fan ich bin. Jedenfalls in dem Moment, als Thomas meinen Namen gedroppt hat, hing ApoRed nur noch am Handy und hat sich ganze Zeit gerechtfertigt. Thomas hat ihn gefragt, warum er nicht direkt zum Summer Garden gefahren ist, sondern sinnlos auf der Straße gewartet hat, obwohl er doch schon einen Tisch hatte. Boah, Thomas, Macher, so ein Macher. Und die Freunde angeblich ja auch schon da waren. Und er hat noch darauf hingewiesen, dass es dort gar kein Leon gab und die Leute dort auch nicht mit ApoRed befreundet waren. ApoRed meinte daraufhin, dass er im Club ganze Zeit mit Leon und dessen Freundin geredet hätte. Und hat Thomas Paranoia vorgeworfen. Mein Lieber, das ist leicht paranoid, mit jemandem gesucht, der Taxi bezahlen kann, fragt mal wirklich nach Eintritt, kostet 10 Euro pro Person, aber nicht, wenn man Tisch hat. Geworfen, weil er denkt, dass ApoRed jemand für die Taxifahrt gesucht hat. Wieder die klassische Psycho-Unterstellung, die er immer macht. Besonders geil fand ich dann aber, wie Thomas nochmal darauf hingewiesen hat, dass es gar keinen Leon gab. Diese Argumentation. Was ist das für eine Antwort? Ich schreibe, dass es den Typen gar nicht gibt. Und dann meint er darauf, mit ihm war ich. Thomas hat ihn noch... Ist das geil. ...noch auf die Sightseeing-Tour-Lüge angesprochen, weil ApoRed die ganze Zeit online war, aber behauptet hätte, sein Handy nicht dabei gehabt zu haben. Die Nachricht ignoriert ApoRed natürlich und sagt, keiner würde wegen paar Euros lügen. Und ganz bestimmt nicht jemand, der in Dubai lebt. Digga, das ist so geil. Das ist wieder so eine dämliche Thomas, du bist eine Legende. Abnormal sympathischer Typ, Alter. Ich sage, um die Lüge glaubwürdiger zu machen. Das ist so die gleiche Kategorie von seinem Gelaber wie, ich kann Frauen gar nicht berührt haben, denn ich bin doch ein Moslem. Das geht also gar nicht. Oder ich kann das bei den Mädels gar nicht gemacht haben, weil kein YouTuber in meiner Größe würde das machen, allein wegen des Images. Das kann also gar nicht passiert sein. Oder auch der Klassiker. Ich bin ehrlich, Unge, ich finde, ein Mensch kann nicht so gut lügen. Na, ich bin sowieso nicht der geborene Lügner. Ja, Digga, es ist so geil. Es ist so geil. Ich liebe es. Also kann ApoRed ja nur die Wahrheit sagen. Dann meinte der Gönner ApoRed noch, mein Bester, hätte ich die deutsche Sim bei mir, hätte ich dir sogar 15 statt 10 Euro geschickt.
Oh mein Gott, so ein Gönner. Oha, ApoRed, die afghanische Mutter Teresa. Ich glaube, Thomas wird sich wirklich darüber ärgern, dass er sofort 50 Euro gekriegt hat, um Geschenke zu kaufen, statt für immer auf 15 Euro zu warten. Da ApoRed gemerkt hat, dass er Thomas nicht auf seine Seite ziehen kann, wechselt er die Taktik und fängt an zu drohen. Also ich kann mich darauf verlassen, dass hier keine Chats weiter... geleitet werden oder aufgenommen oder gescreenshottet werden, richtig? Weil sowas gehört sich nicht und schalte ich auch dann sofort zur Anzeige und wird auch meinem Anwalt weitergeleitet. Ich komm ruhig nach Deutschland zum Gerichtsprozess, Bruder. Ich hab nirgends gelogen. Wenn du diese Straftat begehen willst, verlierst du unnötig eine Menge Geld wegen 10 Euro, die ich dir angeblich nicht geben wollte, obwohl ich 2500 Euro Miete in Dubai zahle. ApoRed ist so erbärmlich, er versucht hier ein Machtgefälle zu schaffen, so nach dem Motto, ich bin im Recht und hab sehr viel Geld. Du hast nicht viel Geld und bist im Unrecht. Also mach genau, was ich sage, sonst wirst du finanzielle Probleme bekommen, um eben bei Thomas irgendwelche Existenzängste zu triggern. Also eigentlich das gleiche Anzeigengelaber wie damals bei Carina und mir und meinem geilen Lessons Squad. ApoRed will bedrohlich wirken, aber keiner kann den Ärzten. Er sagt doch nochmal, dass er keine Straftaten dulde und meinte dann noch, lande direkt beim Tisch meines Anwalts. Ja, wahrscheinlich meinte hier den Tisch im Summer Garden. Und jetzt kauft mein neues Feuerzeug, was keiner braucht, aber jeder haben will. Sogar Lurky Girl feiert den Chin. Mimi ist sowieso der Beste und auch... Außerdem hat er einen dicken Link in der Beschreibung. Okay, tschüss. Digga, ich liebe Mimi-Videos. Ich liebe Mimi-Videos. Wirklich. Alter, ist das gut gewesen. Alter, ist das gut gewesen. Ey, Mimi gibt ein Like. Freunde, hier auch schon mal, ne? Einfach guten Content muss supported werden. Hier ab in den Chat. Alter, vielen lieben Dank fürs Zugucken. Danke für, dass ihr die Reaction durchgehalten habt. Ich liebe es, Alter. Abonniert gerne rein. Wir gucken natürlich auch die nächsten Videos. Weil ich glaube, jetzt kommt... Mimi macht ja immer so 2-3 Videos auf einmal. Die nächsten ziehen wir natürlich auch noch rein. Und ja, falls ihr sehen wollt, falls ihr meine Reaction sehen wollt, abonniert gerne rein. Abonniert auf jeden Fall auch Mimi. Und ciao.